danke, lieber Lutz. Hiermit sei Krawalle und Liebe 19 eröffnet. Ja. Passend zu dem Namen des Virus, der uns alle so glücklich macht. Was für eine kreative Lösung. Idee. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid. Normalerweise haben wir hier immer eine Anmoderation von Christian, der den ganzen großen Bogen wirft, schmeißt, spannt. Die haben wir heute nicht. Deshalb müsst ihr euch mit einer Anmoderation von uns begnügen. Wir sind Kersti und Sandra, Greta und von der Gruppe der Doktorella. Genau. Und der Christian sagt dann auch immer dazu, dass wir die Erfinderin des Popfeminismus in Deutschland sind und solche kleinen schönen Dinge. Das wollen wir jetzt aber mal hier nicht so groß aufschreiben. Genau. Und was sagt er sonst immer? Ja, dann sagt er, dass wir erprobte und charmante und chaoserprobte Salonierinnen sind. Genau, und dann sagt er, wir haben heute die großartigen Gäste, über die wir uns sehr freuen. Der große Songwriter Tom Lieber wird spielen, exklusiv ein Set. Und Sophia Fritz, eine ganz tolle neue Autorin, wird aus ihrem Romandebüt Steine schmeißen. Steine schon, aber keine Angst, wir werfen die nicht. Lesen, und jetzt sagst du, was im zweiten Teil. Ja, im zweiten Teil wird Mareike Kaiser eine künstlerische Performance aus ihrem Buch geben, das Unwohlsein der modernen Mutter, und danach gibt es noch ein ganz besonderer Höhepunkt, nämlich die Gruppe Heim wird ihre Version von Stefan Heim präsentieren, und danach sind hoffentlich wirklich gar keine Fragen mehr offen oder nur noch Fragen offen, ja. Und die Mareike Kaiser wird auch noch zum ersten Mal überhaupt hier in dem Salon bei uns bei einem Song mitsingen. Ja, darüber noch freuen nie wir hat uns. Jemand mitgesungen. Ja, wir freuen uns riesig darüber und haben auch schon geprobt. Es wird, ja, es ist eine große Ehre für uns. Bleiben Sie dran. Wir beginnen jetzt mit einer Neuversion unseres Theme-Songs Krawalle und Liebe. Erprobten. Genau. Und wir haben heute alle Agitprop-Teile einfach rausgeschmissen, weil die Streitereien in der Gruppe Doktorella zu groß wurden, das Lied komplett neu schreiben zu müssen. So, jetzt hoffen wir, dass es nur noch poetisch ist. Und die Krawalle könnt ihr euch dazu denken. Also, okay. Frühling in Berlin und furchtlos blüht der Flieder, durch die Straßen ziehen immer wieder und wieder. Frühling in Berlin und furchtlos blüht der Flieder, Protest March in Queens im Zug der neuen Lieder. Alles singt, alles schwingt im Ausgefieber, wir sind die vielen, wir sind trüber Streit. Ich like nicht mehr mit. Fight, fuck up heißt die Formel für das größte Glück. Pille, Palle, Palle, Pille, Pille, Palle. Nichts bleibt, wie's bliebe. Krawalle und Liebe. Schwärmer, Tage, Diebe, nicht mehr die Sandras im Getriebe. Steine schmeißen gegen Konkurrenz und Intrige. Fenster aufstoßen, wir sind Liebe. Krawalle und Liebe. Dancing barefoot with you, let's be careful to each other, so that we can be so dangerous together. Wave your hands in the air and come to Kreta. Wir sind die vielen, jetzt nicht später. Streik, ich leid nicht mehr mit. Fight, fuck up heißt die Formel für das größte Glück. Like this.
wahre Gangster, Gangstereotype aus der Faktor und Faulenzers Attitüde. Eiskaffee Europa zahlt die Flüge. Wir sind Liebe, Krawalle und Liebe. Der Flieder, echte kleine Laufmaschen, keine möchte gern Einkaufstaschen. Dankeschön. Vielen Dank. Bevor wir jetzt zu einer Lesung kommen aus diesem Buch, spielen wir noch einen Song von der Doktorella. Weil ich dachte, das Lied passt so gut zu dem Buch, weil ich dachte, eventuell ist, aber da kommen wir gleich drauf, ob das stimmt, ist der Refrain dieses Lied die Essenz dieses Buchs? Auf jeden Fall, natürlich. Das denkt man doch dann immer. Nur die Gefühle sind echt. Seh ich dich überall, du bist der Revolutionär und manchmal auch der kleine Bär an diesem Kriegsdenkmal. Und die Sonne spiegelt sich 30-fach dort unten im schmutzigen Bach. Der Akkordeonist spielt heute nur Mist. Und die Vögel singen ihre Liebeslieder. Denn die Liebe ist ein Song, der sich nicht reimt. Sie ist nicht gut gemacht, nur gut gemeint. Na, 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 na. Ja, die Liebe ist ein Lied mit viel zu vielen Strophen. Zwei reichen oft nicht aus für all diese Psychosen. Und wir beide wären sogar als Spielfilm schlecht. Na, 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 na. Weil nicht plausibel genug, nur die Gefühle sind echt. Nur die Gefühle sind echt. Nur die Gefühle sind echt. Greift die Engelfiguren aus Stein und sie bewegen sich nicht, denke ich deswegen jetzt an dich, will ihnen Flügel verleihen. Denn wie ein Engel tanzt man nicht allein, wie ein Engel tanzt man nicht allein, der Akkordeonist spielt eh nur Mist. Und die Vögel singen ihre Liebeslieder, die hört man nie mehr wieder. Denn die Liebe ist ein Song, den keiner seint. Sie ist nicht gut gemacht, nur gut gemeint. Na, 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 na. Ja, die Liebe ist ein Lied viel zu vielen Strophen. Der Mensch wird ja leider viel zu oft verstoßen. Und wir beide wären sogar als Spielfilm schlecht. Na, 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 na. Weil nicht plausibel genug, nur die Gefühle sind echt. Nur die Gefühle sind echt. Die Gefühle sind
Dankeschön. Vielen Dank. Ich lese mal kurz aus dem Klappentext über Sophia Fritz. Man bekommt immer, was man verdient. Am letzten Tag des Jahres wollen Anna und ihre FreundInnen das alte Jahr loswerden. Jetzt kommt ein sehr schöner Satz. Niemand hat mehr gute Vorsätze, aber alle haben ein schlechtes Gewissen. Sophia Fritz, 24, hat einen Roman über bittere Lust und neue Berührungen geschrieben. Und wenn man diesen Roman mit all seinen, früher hätte man gesagt, Sex, Drugs, Rock'n'Roll Momenten liest, also ist jetzt nicht mehr Klappentext, das finde ich jetzt, hält man es kaum für möglich, dass dieselbe Autorin zwei Jahre vorher ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Gott hat mir nie das Du angeboten, das tatsächlich von ihrem Verhältnis oder Nichtverhältnis zu Gott handelt. Aber so ist es. Ja. Oder in den Worten, jetzt mache ich noch die Worte des Deutschlandfunks. Sie erzählt von der Welt der jungen Erwachsenen zwischen Aufputsch und Beruhigungsmitteln, Internetsucht und hartem Sex. Was will man mehr? Sophia Fritz. Mich sehr, heute hier zu sein. Ich hoffe, ich kriege das Mikro noch näher ran. Ja. Nein, bekomme ich nicht hin. Ja? Ich glaube, okay, vielleicht geht das so. Ich bleibe mal hier. Genau, ich werde ein bisschen aus dem Buch vorlesen. Ich hatte vorgehabt, vom Anfang zu lesen und dann zum Ende zu gehen, aber nach dem letzten Lied dachte ich, ich fange mit dem Ende an. Und das Ende beginnt dort, wo meine Protagonistin, die nach so einem Liebeskummer, sie hat ihren Freund verlassen, sie hat ihn erst betrogen und dann hat er sie verlassen und dann hat sie so in einer Kurzschlussreaktion kurz vor Silvester ihren Hausschlüssel, so ihrem One-Night-Stand mitgegeben und ist dann so weggerannt. Und die Partynacht verbringt sie woanders, aber irgendwann muss sie zurück in diese Wohnung, weil ihr Ex-Freund jetzt ausziehen möchte. Und in dieser Wohnung feiert inzwischen jemand anderes Silvester. Und er ist Tantra-Masseur. Und das lese ich jetzt vor. Als ich wieder ins Wohnzimmer komme, nehmen mich die Frauen sofort in ihren selbstlosen Tanz auf. Sie bewegen sich dynamisch und bewusst, als wäre ihr Körper nie ein Hindernis gewesen, sondern ein Ort, in dem sie sich zurückziehen, um Kraft zu sammeln. Es ist wirklich total angenehm hier, sage ich zu David und finde es wirklich total angenehm. Im Gegensatz zu ihnen kommen mir meine Leute aufgekratzt und verwundet vor. Ich tanze mit den Frauen, bis meine Knie schmerzen und fühle mich selbstsicher, weil mir die Dinge, die Alex aus der Wohnung mitgenommen hat, nicht fehlen. Überhaupt fehlt mir wenig, weder meine Gegenstände noch die, die nicht mehr Alex Gegenstände sind. Ich nehme seine Tennisbälle und seine Duftkerzen, seine Weingläser und seine 1-Euro-Kakteen von der Fensterbank und drücke sie den Frauen in die Hand. Und weil so Frauen es gewohnt sind, alles Mögliche achtsam in die Hand gedrückt zu bekommen, Redestäbe, Sprachmuscheln und Pfauenfedern, verweigert sich niemand und drei verneigen sich noch vor mir. Der wird dich begleiten, sage ich und schenke auch David einen Tennisball. Hier, sage ich, für dich, weil ihr so nett seid, und er nickt und sagt, du kannst gerne auch zu uns kommen. Dienstags, donnerstags und sonntags haben wir die Kurse für Anfänger und Anfängerinnen. Alles klar, sage ich und bekomme tatsächlich Lust, mich schon wieder als Teil von etwas zu fühlen, als Teil einer Beziehung, als Teil einer Gemeinschaft, für die ich besonders wichtig werde, weil ich den besten Kartoffelsalat oder wenig Stress nach dem Sex mache. Ich ziehe mich etwas aus dem Wohnzimmer zurück und lehne mich an den Kühlschrank, um die anderen von dort aus zu beobachten. Die Leute hier stellen sich auch zu Hause ein Kerzenlicht auf ein orangefarbenes Seidentuch, einfach,
weil sie es können, mit ihren Sonnengrüßen und den Herzen ohne Paywall. Eine sehr dünne Frau schiebt sich an mir vorbei zum Backblech. Ein dicker Bergkristall hängt ihr an einer Lederkette in den Ausschnitt und der Bund ihrer Leinenhose schnürt sich um ihre Hüfte wie der Schwarzgurt der Achtsamkeit. Machst du auch gleich mit, fragt sie und nickt zum Wohnzimmer. Beim Liebe reinlassen, frage ich. Genau, sagt sie, in 10 Minuten oder so. Sie sieht aus dem Fenster, ohne meine Antwort abzuwarten, und hat Tränen in den Augen, als sie sagt, ich spüre da einen Abschied in meiner Brust, der ist gar nicht meiner. Ach, sage ich. Ja, sagt sie, während sie 2 Brownies auf einmal in die Hand nimmt und abwechselnd links und rechts davon abbeißt. Das Schlimmste am Abschied, weißt du, was das Schlimmste ist? Und ich sage, die Reste im Kühlschrank, die noch sehr lange haltbar sind. Und sie sagt, nein, ich finde, das Schlimmste ist das verschlossene Wurzelchakra. Eine Weile schweigen wir. Sie kaunt, ich müde. Sie hat in ihrem Beckenboden die Wahrheit gefunden und ich suche immer noch überall nach einer Objektivität. Gerne hätte ich mal einen Satz in Anführungszeichen, der deutlich macht, was außen stattfindet, bevor es innen ankommt. Nie weiß ich, was in der Welt ist, ohne dass ich etwas dazu denke. In Wirklichkeit bin ich gar nicht auf der Suche nach einem festen Partner, sondern nach einem zuverlässigen Erzähler. Ich komme ja eigentlich aus der Mitte Deutschlands, sagt die Frau plötzlich, und ich nicke, ohne zu sagen, wo ich herkomme. Man muss aufpassen mit solchen Sätzen. Irgendjemand sagt sonst immer, wie klein die Welt doch ist. Die Chakrafrau leckt sich die letzten Krümel von der Fingerspitze. So viel habe ich die ganze letzte Woche nicht gegessen, ruft sie mir glücklich zu, wankt ins Wohnzimmer und setzt sich dann mit dem Po auf unseren Küchentisch, so selbstverständlich, wie ich es nicht mal getan habe, nicht mal, als Alex und ich ihn nach unserem Umzug einweihen wollten. Plötzlich fallen mir all die Dinge auf, die eigentlich mir zustehen. Mein Handy, das ungeklaut auf dem Esstisch liegt und die dunklen Flecken im Holz, auf dem schon Yaras Auflauf stand, die Farbe, die Alex und ich an die Wand gestrichen haben und der Boden, den ich gewischt habe, nicht oft, aber manchmal, der kleine Balkon, auf dem Yara und ich saßen und das Bett, in dem wir gefickt und geschlafen haben und die Badewanne. Okay, sagt David, wenn du magst, führe ich dir mal aus, was ich mir gedacht habe für heute Abend. Er streicht sich durch die Haare und sieht wieder zu dem Kreis, den er sich eingeladen hat. Da sind sicher auch Ex-Freundinnen dabei, aber von denen muss jetzt niemand irgendwelche Steine auskippen. Die verstehen sich alle noch super und können ab und zu miteinander schlafen und sagen dann, sie hätten ein schönes Wochenende gehabt. Nee, sage ich, schon verstanden. Mach doch, ich bin da offen und das Bett ist frisch bezogen oder zumindest noch okay. Wir brauchen kein Bett, horch mal in dich rein, ob das wirklich okay ist. Nee, sage ich, wir sind da alle voll offen, wir sind da poly. Okay, sagt David, dann hast du schon Erfahrungen mit Tantra? Warte, sage ich, ein Freund ruft gerade an, dem wird das gefallen. Dankeschön, das war die erste Stelle. Ich lese jetzt, nee, ich mache noch was kurz. Genau, ich springe jetzt zum Anfang. Es fängt so an, dass sie eigentlich auf einer ganz anderen Party eingeladen ist von ihren Freunden. Und das ist praktisch der Einstieg ins Buch. Also das zweite Kapitel, das erste Kapitel ist sehr kurz und da geht es nur um die Beerdigung ihres Vaters. Zweites Kapitel. Wenn mich meine Mutter anruft, denke ich daran, wie lange ich ihr schon nicht mehr im Garten geholfen habe. Ich wollte euch nur einen guten Rutsch wünschen, und alles Gute fürs nächste Jahr, sagt sie und hört sich entfernt an, als hätte sie das Telefon neben sich auf dem Tisch abgelegt. Ebenso, sage ich, wünsche ich dir auch. Sobald ich bei meinen Besuchen auf die Einfahrt rolle, dreht meine Mutter ihre Baumwollbrüste in Richtung Blumenbeet. Was sollen wir da noch anpflanzen, fragt sie dann. Hyazinthen, Verbenen oder Immergrün? Ich denke an meine Mutter, wenn ich an fremden Gärten im Vorbeigehen Blätter abknicke. Je seltener ich sie besuche, desto dichter bepflanzt sie den Weg durch ihren Vorgarten. Auf dem Klingelschild stehen noch all unsere Namen.
Mich macht immer nervös, wie viel Zeit sie zum Telefonieren hat. Man hört sie und den Raum, in dem sie am liebsten ist, und all die Nebenzimmer. Wir sind bei Freunden, sage ich, und feiern gleich rein, aber ganz gemütlich mit Kachelofen. Geht's euch gut? Fragt meine Mutter lachend. Nach der Beerdigung hat sie angefangen, viel zu lachen. Sie lachte immer, wenn sie sagte, das würde ihm jetzt auch gefallen und jetzt sieht er uns bestimmt gerade von oben zu. Ich lachte dann mit, ja, den Rosmarin mochte er doch, noch mehr als die Cortaderia. Naja, lache ich zurück und schmunzle eine Weile in mein Handy, während ich durch Maries Vorgarten in das Küchenfenster schaue. Hinter dem rauchen Marie und Fede, sie reden und stellen Flaschen kalt, die Papierbecher glänzen rot auf der Kücheninsel, bereit und unbefüllt. Naja, sage ich nochmal, Alex hat mit mir Schluss gemacht. Was, fragt meine Mutter, wie? Einfach so, sage ich, mit einem Gespräch. Wie, fragt sie, wann? Vor ein paar Tagen, eigentlich Wochen. Ich drehe mich im Vorgarten um und schaue zurück zu Fede und Marie, die jetzt über ein Schneidebrett gebeugt still stehen. Meine Mutter ist zu Hause zwischen Wollfilz und Stichen, Tauwetter und Jack Wolfskin und vielen, vielen Wegreinen. Gut, dass Fede gerade bei dir ist, sagt sie. Warum hast du es mir nicht früher erzählt? Fede weiß es nicht, sage ich. Eigentlich weiß es niemand. Anna, beginnt sie, aber lässt sich dann zu lange Zeit. Ich muss jetzt auflegen, sage ich. Es gibt gleich Abendessen. Raclette, fragt meine Mutter. Fede winkt mir durch das Küchenfenster mit einem Schneidebrett und zwei Strohhalmen. Fast, sage ich, Buffet. Erzählst du es, Fede, bitte, ruft sie, ich meine, du weißt schon. Klar, sage ich, und rutsch gut rüber, mach's gut, Mama, bald komme ich wieder und helfe dir im Garten. Meine Mutter lacht, warum willst du mir im Garten helfen, Maus? Wir haben doch Winter. Nachdem ich aufgelegt habe, möchte ich ihr noch etwas schreiben, ein Herz vielleicht. Als ich vor 2 Jahren noch zu Hause lebte, weinte ich abends in Alex Hände und schluchzte, ich halte das nicht mehr aus, sie muss sofort raus. Woraus? Fragte er und ich sagte, aus diesem Garten. Einfach mal raus waren wir beide noch nie. Zu ihrem Geburtstag schenkte ich ihr einen Flug nach Chicago. Meine Mutter fand Chicago befremdlich, den Flug, die Aussichtsplattformen, die überfüllten Straßen und sogar den Unity-Tempel. Der gilt als erstes modernes Gebäude weltweit, sagte ich. Das ist doch historisch, jetzt fühl dich doch mal frei. Mache ich, sagte sie und schaute auf die dünnblättrigen Ahornbäume am Gehsteig. Hier können wir alles tun, was wir wollen, sagte ich. Sie verschränkte die Arme und ihr Mund entknitterte sich nicht, als sie sagte, es ist doch schön, wir sind doch da. Wir sprachen nicht viel in der Woche. Meine Mutter spürte, dass ich böse auf meinen Vater war, weil er mich immer ein bisschen mehr gemocht hatte, wenn er mir Taschengeld geben durfte und weil es sein Geld gewesen war, von dem ich uns den Flug gebucht hatte. Das war nett von dir, Maus, hatte meine Mutter auf dem Heimflug gesagt. Das war was Besonderes. Stimmt, sagte ich, und danach packte ich meine Sachen und zog mit Alex zusammen nach Wien. Der Himmel hat Lampenfieber und winkt die Wolken weiter. Marie sieht sie nicht in der Küche im 3. Stock. Sie ist damit beschäftigt, den Bauch nicht mehr einzuziehen und Krümel mit den Fingerkuppen von der Tischplatte aufzupicken, bis sie sich ächzend eine Chipstüte aufreißt, Fede ausführlich von einem Ex-Freund erzählt und sich dabei die nächste Zigarette anzündet. Ich sehe sie durch das Fenster wie in einem Stummfilm miteinander reden. Es gibt den polnischen Abgang, wenn man verschwindet, ohne sich zu verabschieden. Aber ich möchte immer irgendwo sein, ohne davor dort ankommen zu müssen. Aus dem Wohnzimmer dröhnt Musik. Ein paar Leute sitzen auf dem Teppich und lehnen sich an die speckigen Ledersessel. Die Möbel sehen aus, als wäre auf jedem schon mal jemand von hinten erwürgt worden. Wie Requisiten aus einem Theaterstück von Agatha Christie. Heute ist die Nacht, sagt Marie und umarmt mich von hinten.
Jedes Mal, wenn mein Gesicht in ihre Schultern und in ihre Locken eintaucht, denke ich, dass sie so ähnlich riecht, wie Leonard Cohen singt. Ein bisschen rauchig und modrig und ein Tick zu dunkel, aber immer so, dass man Marianne verstehen kann. Marianne und Joni und Janice und all die anderen schönen Frauen, die sich in seiner Nähe aufhielten. Okay, sage ich, und für einen Moment glaube ich es wirklich. Ich glaube es ihr, weil sie mich so grundlegend umarmt und ich ihre Handflächen und ihre Fingerspitzen, ihre Unterarme durch meine Jacke hindurch spüre, die mich bejahen und mich in ihre Küche zurückholen, die beleuchtet ist. Nachdem Marie sich von mir gelöst hat, um ihre Locken in eine andere Richtung zu drehen, sieht Fede mich über den Tisch hinweg an, als wüsste er etwas über die Nacht, von der Marie gesprochen hat, oder über das Herz, das nicht versendet wurde. Alles gut, möchte ich ihm zunicken, aber er kommt mir mit einem angedeuteten Lächeln zuvor, das ohne Erwartung an mir vorbei weiter durch den Raum schwebt. Ich atme lange aus, während ich sein Lächeln weiter beobachte. Das macht er immer, möchte ich Marie neben mir stolz sagen. Fede ist jemand, neben dem man es besonders lange aushalten kann, weil man seinen Augen nie eine Antwort schuldet, obwohl sie alles sehen. Fede ist extra aus Frankfurt hergekommen für heute Abend. Wir können uns schon seit der Grundschule, sage ich zu Marie. Eigentlich Ferdinand, sagt Fede, habe ich dir schon erzählt. Ja, lächelt Marie in Fedes Richtung. Alles schon geklärt, fühl dich wie zu Hause, wir haben alles da, außer Raketen. Mega, nicke ich, dass ihr da auf die Umwelt achtet. Marie zuckt mit den Schultern, gleich böllern sie wieder die Schweine, die sollen sich lieber selbst anzünden, dann ginge es der Erde wieder gut. Eh, sag ich, ich dachte, du bist Pazifistin wegen Fridays for Future. Nee, sagt Marie, das ist mir egal, ich bin ja nicht für die Welt, ich bin nur gegen den Klimawandel. Fede lacht und ich möchte irgendetwas erwidern und stoße dann doch nur mit ihnen an. Mir fällt auf, dass Fede seinen Nasenring nicht mehr trägt, man sieht nicht mal mehr eine Narbe. Seine Nase ist schmal und phasenlos. Ich mag Marie, weil sie nicht so tut, als würde sie gerne lesen, weil sie sogar mit den Augen rollt, wenn jemand laut davon erzählt, was ihn am Zauberberg so gefesselt hat. Ich weiß nicht, wann Marie und ich das letzte Mal von einem Buch gefesselt waren. Nicht mal von Worten lassen wir uns berühren. Damit etwas Spuren hinterlässt, muss es uns am Kiefer packen, in den ersten 3 Sekunden explodieren oder sehr persönliche Fragen stellen. Marie lässt sich nie auf die Langatmigkeit ein. Dafür ist sie die Einzige, die wirklich immer pünktlich kommt. Nach meiner Augenoperation zum Beispiel stand sie breitbeinig an der Rezeption und rief, beeilst du dich bitte mit dem Aufwachen, ich stehe auf dem Behindertenparkplatz. Fertig, danke schön. Ja, vielen Dank für die tolle Lesung. Du kannst einfach dein, das Mikro mitnehmen. Kerstin? Wo ist denn Kerstin? Wir sind so. Achso, das ist, ist das. Ist das ich bin halt einfach hier. Ja, aber halt. Genau. Ja. Ja, ich habe das Buch sehr gerne gelesen. Ich fand es sehr spannend, dass es einerseits so sehr detailistisch ist, aber auch wahnsinnig spannend. Also so eine sehr schöne Mischung. Und man hat auch immer, man bleibt doch das Gefühl, dass du immer im Inneren der Person oder Protagonistin bleibst bei aller, also großen, starken Beschreibung auch der Außenwelt. Das klingt jetzt ein bisschen blöd. Und und verlierst halt auch irgendwie nie den Faden und bleibst auch an der emotionalen Entwicklung. So. Und jetzt würde mich einfach mal ganz allgemein interessieren, was dein Antrieb war, genau diese Geschichte auch mit diesem Setting. Das spielt ja alles in einer Silvesternacht und quasi in dieser Silvesternacht wird das ganze Leben eigentlich von Anna erzählt. Ja, ja was? Ja, mir war Silvester wichtig, weil ich für mich das Gefühl hatte, das ist so die einzige Nacht, für die einfach niemand Verantwortung übernehmen möchte. Stimmt, auch politisch nicht. Nee, sondern ja, man hofft so, dass man noch zu einer geilen Party eingeladen wird. Aber man hofft das so bis 20 Uhr. Und danach ist auch egal. So. Und das wollte ich irgendwie, dieses
Lebensgefühl des Wartens, also des Abwartens darauf, dass noch was Besseres kommt und dass irgendwas Tolles noch passiert und dann ist wieder 2.30 Uhr und man ist halt betrunken und es ist kalt, aber so, und aber jedes Jahr wieder. So, das. Und dann auch noch, das ist ein zentrales Element, dass sie eigentlich versuchen, das alte Jahr loszuwerden. Also sie schreiben das alte Jahr auf Steine, die schlechten Sachen, die passiert sind, und wollen die vor Mitternacht in die Donau schmeißen. Und das funktioniert nicht. Also sie kriegen gar nichts los. So, es wird einfach alles nur noch, es türmt sich alles auf. Und das war für mich auch die Frage, wo es immer mehr Jahresrückschauen gibt und diese Handyspeicherkapazitäten immer größer werden und man wird irgendwie immer weniger Sachen los. Und dann ist Silvester auch noch der einzige Moment für mich, wo man so versucht, in der Gegenwart zu sein. Und sonst ist man immer ganz froh, wenn man abgelenkt ist. So. Und nur in diesem 10-Sekunden-Countdown versuche ich so mega da zu sein. So. Ich weiß nicht richtig, ob man es schafft. Und dieser Versuch, in der Gegenwart zu bleiben, obwohl gleichzeitig irgendwie die Mutter schreibt ja dann die ganze Zeit SMS. Und das fand ich auch sehr gelungen. Also die Mutter schreibt die ganze Zeit, er mustert ihren alten Kleiderschrank aus, ja, ne, und genau. Schickt ihr dann immer so Fotos von den... Ja. Von den das fand ich auch total... Ja. Kennst du auch das Gefühl, dass man denkt, dass es eine totale Bedeutung hat, was der erste Song ist, den man im neuen Jahr hört? Und ja. Da werde ich dann immer schon fast abergläubisch und denke, alles bewahrheitet sich jetzt, was in diesem Text vorkommt. Total. Ja, also diese plötzliche Bedeutung von allem. Aber es ist auch am 2. Januar wieder weg. So. Zweiten erst, echt? Ja, spätestens, oder? Du hast jetzt gerade schon erzählt, dass die Leute Steine beschriften, mit Dingen, die sie loswerden wollen, wie Wien oder auch eben Personen. Und das wird dann ja irgendwann in dem Buch, das ist ja fast schon so eine Art Showdown, als die Protagonistin... als irgendwie die Tasche auffliegt oder irgendwie plötzlich alle die Steine halt sehen und dann auch merken, wieso hat die mich auf den Stein, wieso willst du mich loswerden, wieso willst du mich los? Und gibt es auch sehr viel Verwicklung, ihr müsst euch das Buch natürlich alle kaufen, wenn ihr das jetzt genau wissen wollt. Und dann merkt man ja irgendwann, dass eigentlich alle total viel Geheimnisse voreinander haben und eigentlich... werden eben die ganzen Geheimnisse dann plötzlich, wer wen mit wem betrügt und noch andere Dinge. Die wichtigsten Geheimnisse des Lebens natürlich. Und dann merkt man aber plötzlich, dass gar nicht der Inhalt der Geheimnisse jetzt das Problem ist, sondern dass die Leute eigentlich, die Freunde und Freundinnen, so sauer sind und so verletzt, weil sie es nicht wussten, also das Geheimnis an sich, wieso hast du mir das nicht erzählt? Wieso war dir das, also der Aspekt wichtig? Oder stimmt das? Ja, das stimmt für mich. Mir sind gerade zwei Sachen im Kopf gekommen. Das eine ist, dass ich das Gefühl habe, dass sich Freundschaft in einer Zeit, die sehr autonom ist, also wo jeder per se autonom ist, dass sie sich eigentlich nur noch durch Intimität beweisen kann. Also nur noch dadurch, dass ich Geheimnisse weiß von jemand anderem. Aber nicht mehr, weil er für mich lebt oder für mich arbeitet oder mit mir mitarbeitet oder das Feld pflügt mit mir oder was auch immer. So. Man ist eigentlich sehr abgekoppelt von anderen. Die einzige Währung ist halt Intimität, dachte ich. Und deswegen spielt Intimität in dem Buch eine große Rolle. Also wer weiß was über wen und definiert daraus dann auch eine Freundschaft oder eine Beziehung. Und das ist das eine. Und der andere Aspekt war ein fehlendes Vertrauen, aber als Lebensgefühl. Und da eingeschlossen auch das fehlende Vertrauen in eine gute Zukunft. Also eigentlich eher das Leben in einem Lebensgefühl der Schadensbegrenzung. Also im Gefühl von, das wird alles nur noch schlimmer, aber hoffentlich nicht so bald. So wie dem Zitat von 8 Eimer Hühnerherzen zwischen gestern und Silvester. Sozusagen. Ja, genau. Und welche Rolle spielt dann Berührung? Also hat es jetzt Intimität? Ist das auch so ein bisschen das... Ich möchte das jetzt Intimität eher als, also dass man Geheimnisse hat, aber eigentlich geht es ja auch sehr viel um Berührung. Ja, es geht dann am Ende, also bei diesem Tantra-Ding geht es dann um Berührung. Da habe ich versucht, also wie kriege ich die Konflikte, die ich aufmache, wie kriege ich sie wieder gelöst? Ne? Und dann habe ich einfach, in meinem eigenen Leben ist das Körperarbeit, also ist das Tantra, und dann dachte ich, ich mache einen kleinen Move da rein, teaser das so an, genau.
Ich dachte gerade, als du gesagt hast, Schadensbegrenzung, dachte ich gerade so, also wirklich so ganz klischeehaft, so Generation Fridays for Future, ist das, also spielt das irgendwie eine Rolle? So, ja, ist das sozusagen Teil des Zeitgeistes? Das ja, für mich schon, für mich schon. Ja, und auf der anderen Seite aber auch sind die Protagonisten ein bisschen älter. Und was ich da ganz stark bemerke, ist, dass als ich so 15, 16 war, gab es das Internet schon, aber das war noch nicht so gefüllt. Also da war davor noch niemand gewesen. Und, oder nicht so, es war nicht diese Menge an Informationen einfach verfügbar. Und ich habe das Gefühl, die Generation, also wenn ich mir meinen kleinen Bruder angucke und seine Freundin und so weiter, und die sind so 18, 19, die haben eine ganz andere Qualität an Informationen, an dass sie total schnell rankommen. Also und dadurch, glaube ich, auch ein größeres Selbstbewusstsein oder ein politischeres Selbstbewusstsein, als ich das hatte. Und das ist ein Bruch von 3-4 Jahren. Und den habe ich aber versucht, auch im Buch mit reinzuschreiben, also die Beobachtung. Ja. Denkst du, dass das auch so auf den Antirassismus- und Sexismus-Diskurs zutrifft? Aber da habe ich das auch schon öfters gehört von Leuten, die sagen, dass, dass die etwas Jüngeren jetzt also super eloquent die ganzen Bücher gelesen haben, die ganzen Thesen drauf haben, so für die. Total. Halt so und dazu muss ich ganz kurz sagen, das Jugendwort des Jahres ist ja Cringe. Das ist Fremdscham. Und im Publikum ist Lea Schneider, die hat ein Buch geschrieben über Scham, wo sie das ganz toll erläutert. Und da haben wir letzte Woche ein Interview für geführt, wo wir genau darüber gesprochen haben, dass das Fremdscham dann auftritt, wenn die ältere Generation irgendwie Grenzen übertritt, die man selber schon total integriert hat und die jüngere Generation vielleicht sensibler da reagiert und dann Fremdscham eine ganz natürliche Reaktion ist. So. Mhm. Genau. Also und Lea hat ein tolles Buch. Ich finde das total interessant, weil ich hatte das Buch, also ich hatte jetzt dich eigentlich schon zu dieser Generation dazugerechnet, die so mit dem Internet aufgewachsen ist, dass es einfach totaler Teil des Lebens schon immer war. Ja, aber nicht aber die, nicht also als Lebensgefühl auf verschiedenen Zeitebenen jederzeit zu leben, das schon, aber nicht, nicht das Selbstbewusstsein darüber, dass ich eine Gruppe hinter mir habe, die, mit der ich mich identifizieren kann und die jederzeit erreichbar ist, egal wo ich bin, wenn ich jetzt Veganer bin oder Vegetarier oder Queer oder was auch immer. Das, als ich 15, 16 war, gab es da noch nicht die Mehrheit, also zumindest in meinem Bewusstsein noch nicht die Mehrheit, weil das Internet da noch nicht so gefüllt war. Würdest du sagen, interessant, weil ich habe mir so Gedanken generell über das Thema Subkultur gemacht, als ich das Buch gelesen habe. Also weil wir alle ja auch jetzt, was weiß ich, bin jetzt Jahrgang 75, ich habe ja auch irgendeine Gruppe hinter mir gesehen, das war dann eben eine Subkultur wie Riot Girl oder ja. Musikjournalismus oder irgendwas. Ja, ich bin in Dusslingen aufgewachsen. Da gab es keine Subkultur. Es gab so Einfamilienhäuser. Ist denn jetzt, also so diese linke Twitter, also ist jetzt Twitter Subkultur so die neue Subkultur? Nee, das meine ich nicht, sondern ich meine, dass ich, wenn ich bestimmte Hashtags suche, also ich war zum Beispiel mit 15, 16 krasse Veganerin, aber es gab nie, aber ich war die Einzige und ich glaube, wenn ich damals, also wenn das damals schon die Internetfähigkeiten so gehabt hätte wie jetzt, dann hätte ich einfach Fridays for Future gegoogelt und ich hätte mir ganz viele Interviews und Talks und Posts angesehen von Leuten, die ich toll finde und hätte da eine andere Identifikation Deshalb gefunden. Meine ich, also dann ist das jetzt Subkultur sozusagen. Glaube ich, aber ich bin jetzt auch nicht mehr... Also ich wollte ja jetzt, wie gesagt, eigentlich eher widersprechen, weil es ja immer schon... Nein, weil es gab eben immer schon die Möglichkeit, auf Informationen zu Subkulturen, für die man sich interessiert, zuzugreifen. Ja, aber nicht so einfach, nicht mit einem Klick. Also du musst schon noch in den Schallplattenladen nach Heidelberg fahren und dort ein Fanzine kaufen. Und dann standen da irgendwelche tollen, also die damals waren die Verschwörungstheorien ja noch toll, so in Hardcore-Fanzines CIA und wir haben noch alles beobachtet. Und da hättest du was über Veganer erfahren, aber... Ihr habt recht, ich rede scheiße. Okay, gut. Nochmal zurück zum Thema Literatur. Du schreibst ja auch so Serienformate. Welchen Einfluss hatte das auf das Buch? Oder steht denn was im Klappentext? Das hatte den Einfluss. Also ich habe an der Filmhochschule Dramaturgie studiert und das hatte den Einfluss, dass ich mir wirklich Stress gemacht habe mit der Dramaturgie, weil ich dachte, wenn ich das jetzt schon 4 Jahre studiert habe,
Das muss dramaturgisch okay werden. So. Das war. Ist ja auch echt voll gelungen. Danke. Also ich habe es ja nicht studiert, aber auf jeden Fall. Ich habe mich wirklich gefreut, als du das vorher gesagt hast. Wirklich. Das war innerlich mein Leser erst. Sehr schön. Ja, Sandra ist so gut im Romane lesen. So. Cool. Ja, du bist schön. Gut im Romane schreiben. Genau, das freut mich. Im Deutschlandfunk stand was über das Buch, was ich irgendwie nicht so ganz, also erst haben die ganz schön drüber geschrieben, aber dann habe ich was nicht verstanden. Also die haben geschrieben, dass man sich wünscht, jemand würde dir verraten, dass Romane gar nicht zünden müssen. Also sie schreiben halt von den starken Reizen mit der aufgerissenen Lippe und alles suggeriert Coolness und so weiter. Und Romane dürfen ja auch still und nachdenklich sein. Das fand ich total daneben, weil das Buch ist, also das lebt doch gerade von dem Kontrast aus diesen Außenreizen und der inneren Stillheit und Nachdenklichkeit. Also total. Also ich fand es so ein bisschen mütterlich und lustig. Und dann habe ich, aber die Autorin ist 60, glaube ich. Oder so. Und danach dachte ich, ja, voll. Also das würde meine Mutter auch sagen. Echt? Ernsthaft. Ich würde gar nicht merken, wie nachdenklich das Buch ist. Ja, also für mich war aber voll verständlich auch, dass ich dachte, voll, klar. Da kann man mit weniger Reizen arbeiten. Aber ich meine, das heißt es schon immer über die Jugend, oder? Dass da zu viele Reize sind. Und das, also meine, das haben es darüber Reinhard Götz auch schon gesagt. So, das war doch schon immer die Jugend, einfach zu viele Reize. Ja, aber als ob nicht Reize und Nachdenklichkeit klar. zusammen. Aber ich bin enttäuscht, dass das im Deutschlandfunk, ich weiß nicht, ich habe jetzt eine höhere Meinung im Deutschlandfunk gehabt. Das, man weiß steckt es halt nie drin. Ne? Ja. Da kommt wieder irgend so eine gute Kritik, dann kommt wieder irgend so ein Blödsinn. Ja, genau. Und sag mal, die Playlist, ich habe eine Kritik, die ist aber gar nicht schlimm. Die ist nicht literarisch. Nicht literarisch intendiert. Die hören nur Musik von Männern, oder? Du hast recht. Und Janice und Joni sind auch Musikerinnen, nicht nur schöne Frauen. Ja, du hast recht. Hast absolut recht. Mal. Es kommen so 3-4 Songs vor. Ne? Und T.S. Ullmann hätte auch nicht sein müssen. Ja, kannst du so machen. Okay. Genau, wie viele steckt denn von dir eigentlich in dem Buch? So schlimm. Nee, finde ich auch okay. Also gar nicht so viel, weil ich das immer unangenehm finde, wenn ich Freunde, die auch Autoren sind, wenn ich ihr Leben wiedererkenne im Buch. Also das ist mir, also wenn das nicht gekennzeichnet ist, sondern fiktiv und dann aber nicht fiktiv, das ist mir immer unangenehm. Und deswegen habe ich es versucht, in meinem Buch nicht zu machen. Und tatsächlich auch, weil meine Familie nicht aus dem Umfeld kommt und ich dachte immer, ich kann nicht sie verraten. Also das geht nicht. So, ich kann total offen sein, was Gefühle angeht, per se, aber nicht, was die Autobiografie angeht. Also das möchte ich einfach nicht. Deshalb schreibt man ja eigentlich Romane, oder? Um eben genau nicht sich selber. Das war der Plan. So. Plan gelungen. Das war sweet. Bei der Premiere war meine Mutter da und ich habe mich danach auch nochmal bei ihr so entschuldigt und ich meinte so, ich habe extra, mein Vater lebt nämlich noch und ich habe extra diese Beerdigung vorgelesen, damit sie merkt, das ist nicht autobiografisch. Und danach kam sie so zu mir und ich meinte so, bitte, es ist nicht autobiografisch und sie hat dann so abgewunken und meinte, ich habe ja auch gar nicht so viele Blumen. Stimmt. Okay, dann jetzt noch 2 Fragen. Einmal, habe ich vergessen, genau, der Tod des Vaters spielt ja eine große Rolle wahrscheinlich auch in dem Verhältnis, was sie zu Männern hat. Mhm. Magst du da noch was dazu sagen? Oh mein Gott. Muss auch nicht, wenn das jetzt zu groß ist. Also vielleicht habe ich mir das auch nur so zurecht gedacht. Das hängt sicher zusammen, ganz sicher. Aber ich glaube, ich kriege es nicht in einer Antwort zusammen. Aber ich möchte dazu sagen, dass hier noch eine tolle Autorin im Publikum sitzt, und zwar Johanna Klug. Und sie hat ein ganz tolles Buch über Sterbebegleitung geschrieben. Toll, dass wir hier so tolle Autorin sind. Ja, wirklich. Das ist auch jetzt erst rausgekommen, vor 2-3 Wochen, glaube ich. Also ganz empfehlenswert, wer sich mit Tod auseinandersetzen möchte. Das ist ja Wahnsinn. Weil wir haben noch eine Autorin im Publikum. Die hat auch ein ganz tolles Buch über Sterbebegleitung. Aber noch nicht. Auch nicht falsch. Wir spoilern schon. Sagen wir gleich. Genau, und letzte Frage ist, hast du eigentlich irgendwelche literarischen Vorbilder oder so? Haben wir jetzt noch gar nicht. Jelinek mag ich gerne und Tseruja Chalev, und die habe ich vorgestern auf einer Lesung getroffen in Frankfurt. Ich glaube, das war der schönste Tag meines Lebens. Genau. Nein, nicht ganz, aber es war schön. Schöner als Silvester. Ja, definitiv.
Ja, toll. Also mit so einem schönen Statement hören wir jetzt auf, da geht nichts mehr drüber. Da kannst du jetzt dann am nächsten Silvester dran denken. Ja, die ganzen 10 Sekunden gehen nur für das Treffen. Ja. Ja, ja, vielen Dank. Wir freuen uns sehr. Danke vielen, euch. Vielen danke Dank. Fürs Zuhören. Sehr schön, danke schön. Ja, genau, jetzt kommen wir zum nächsten Gast und wir machen das jetzt heute zum ersten Mal so, einfach weil wir gerne mal hier sitzen bleiben möchten, dass nicht so viel, ja, damit nicht immer so viel Unruhe entsteht. Dass aber ausgerechnet heute, wo wir alles so geordnet machen, ist der Christian nicht da, das nervt mich. Vom Brechthaus. Dass wir jetzt einfach mal dieses Mal viel weniger rumzappen. Wir wollten es heute mal kürzer halten, wie man merkt. Genau, und ich habe vor kurzem eine Mail bekommen von auch einer tollen Autorin, Birgit Fuß von Rolling Stone. Und sie schrieb so, ja, sie kümmert sich auch so ein bisschen um Tom Lever, der große Songwriter aus Duisburg, jetzt Wendland, auch egal woher. Seine Songs sind ohnehin zeitlos, berührend und einfach toll. Aber nicht ortlos. Also ich finde, das mit Duisburg ist nicht unzentral. Okay. Nicht einfach alles egal. Okay. Und ob denn, ja, irgendwie wir den Tom mal einladen. Und ich mich sehr gefreut, hätte mich irgendwie gar nicht getraut. Wir kennen uns aber eigentlich schon. Wir haben es eigentlich das letzte Mal gesehen, 1995. Da hat die Sophia noch gar nicht gelebt. Ja, Tom Lever, wir freuen uns sehr. Und ich... Ja, ja. Kommen Sie in unsere Mitte und was ist jetzt mit dem Desinfektions... Du hast ein grünes, genau. Wir haben nämlich hier die Mikrofone nach den Kleidern. Hier, guck mal, hier ist dein grünes Mikro. Ja, so. Ist an, doch, ist an. Warum höre ich mich selber jetzt? Hallo. Ja, Tom, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Ich bin ein Mega-Fan. Ich kann das jetzt schon gar nicht mehr so zeigen, weil wir haben das vorhin die ganze Zeit schon so ausgelebt, unsere Freude. Und ich bin ja jetzt nicht gerade hier reingekommen. So, ja, ich freue mich auch. Dann fange ich jetzt einfach mal gleich mit der ersten Frage. Ihr kennt ja eh alle Tom Lever, also Gründer der Gruppe Flower Pornos und seither. Ach nee, doch, das sage ich jetzt doch mal kurz was. Also Tom hat in den letzten Jahren ganz viele Platten auch gemacht. Also, wieso auch? gemacht. Nämlich, genau, also es gab so einen Zyklus von 10 Songs, wo du gesagt hast, ich mache jetzt für jeden Monat ein Lied und das veröffentliche ich einfach nur digital und kann man mal diesen ganzen Plattenfirmen-Scheiß umgehen und immer so sehr politisch auch und dann hast du... Ja, das ist ein bisschen anders, diese Singles-Reihe umgeht eigentlich Plattenfirmen gerade nicht, sondern da gibt es eine Plattenfirma, die mir eben diese Singles auch bezahlt. Weil ansonsten, ja, man würde ja bei Stream auch nichts verdienen. Digital ist ja einfach kein Verdienst und das würde ich dann auch nicht machen. So, wenn ich meine anderen Platten eben eigentlich komplett ohne Vertrieb und ohne Plattenfirma und ohne all das veröffentliche. Aber diese Singles, die werden mir quasi gesponsert und ja, ich fand vor allem das Konzept so, jeweils zu irgendwelchen aktuellen oder halbaktuellen oder total fingiert aktuellen Themen so einen Topic-Song da jeden Monat zu machen. Und das läuft jetzt seit dem letzten Jahr im Juni, glaube ich. Da hattest du auch feministische Songs? Oder eigentlich sind die immer, es gab alle einen Song zum Todestag von Gilly Mary Smith, die eine feministische Musikerin war und auch mit feministischer Spiritualität, mit dem Goddess-Movement sehr viel zu tun hatte und davon handelt der Song auch dann. Das genau, das war der Anknüpfpunkt genau. Bei euch. Ne? Genau. Ja. Und genau, und dann hast du ein Album gemacht, ein Solo-Album hast du gemacht zum Thema Tod. Ja, das war dann letztes Jahr. Über das letzte halbe Jahr habe ich tatsächlich 3 Platten gemacht. Und die erste war diese, die ich dann auch in der ersten Lockdown-Zeit ganz alleine aufgenommen habe zu Hause. Songs, die eigentlich schon länger da waren. Aber ja, ich habe den Lockdown sehr genossen, muss ich sagen. Weil ich fand, wir sind Ende 2019 erst ins Wendland gezogen, also genau richtig, bevor die ganze Scheiße losging. Und ansonsten wäre ich viel mehr, hätte ich durch die Gegend fahren müssen und alles. Und ja, da durch Corona konnte ich dann mal auf meinem Arsch sitzen bleiben und wirklich mal auch so ankommen da.
und hatte gleichzeitig im Vergleich zu vorher viel bessere Möglichkeiten, zu Hause auch zu arbeiten. Und habe dann also da. Das im Homestudio? Ja, oder? Und habe dann da diese erste von den drei Platten eben da gemacht. Mhm. Ist ja eigentlich also im Mai erschien dann nochmal, um das kurz zu sagen, Morgenstimmung, wieder mit den Flower Pornos zusammen. Laut Bandplatte. Mhm. Wo du auch gesagt hast, du wolltest die Band neu definieren. Jetzt würde mich mal einfach mal ganz spontan interessieren, wie entscheidest du denn jetzt, welches Lied ist jetzt für Flower Pornos, welches ist solo, welches ist für diese Single-Serie? Also wie entsteht das? Ja, das entscheidet sich auf irgendeiner Ebene, die mir gar nicht so richtig, ist mir gar nicht so unbedingt zugänglich, aber ich habe das Gefühl, wenn ich schreibe manchmal eine Zeit lang nicht und dann fange ich an zu schreiben und dann ist da ein Song und dann sind es vielleicht zwei oder drei und dann habe ich das Gefühl, die formen sich zu so einem Körper, als wären es Folgen von einer Serie oder Kapitel von einem Buch. Gehören dann zusammen, die Songs. Ja, da ist dann noch nicht klar, welche Reihenfolge und manchmal fehlen dann einfach noch bestimmte Blickwinkel oder Perspektivwechsel oder irgendein Teil des Narrativs ist dann noch nicht da, sodass ich dann schon weiß, die drei, vier Songs, die ich noch brauche, wo ich die ungefähr suchen muss. Aber das formt sich dann zu so einem Körper und das sagt auch immer ziemlich eindeutig, wenn gut ist. Also, dass da jetzt nicht noch 12 mehr müssen, sondern ist fertig. Und dann freue ich mich auch immer, weil dann bin ich schon wieder gespannt, was als nächstes von mir gefordert wird. Und wie lange lebst du dann mit den einzelnen Songs, bis sie fertig sind? Schreibst du zuerst die Songs und lernst sie dann zu spielen und zu singen? Oder ist das alles so in einem schon? Also wenn man schon so viele Platten gemacht hat wie du, ist wahrscheinlich alles in einem so. Also man singt und man spielt. Sogar so, dass ich da unterschiedliche Herangehensweisen suche. Mal wieder, also manchmal zum Beispiel dann die Musik komplett als erstes da ist und ich dann selbst Melodien schon habe und dazu Texte schreibe, allein um... Ja, mir wird auch relativ schnell langweilig. Und deswegen ist so eine Herausforderung in der Arbeit immer ganz gut, so einen anderen Weg zu gehen oder auch so eine thematische Setzung. Nicht einfach nur die 10 schönsten Songs aus einem Jahr, sondern dann irgendwie, bei der Morgenstimmung war das ganz klar so, da habe ich eigentlich nicht damit gerechnet, dass das so Texte würden. Das sind alles Abrechnungen, und zwar alles Abrechnungen mit mir. Aber dieser Muttersong auch der erste? Alle. Okay. Und in der Ich-Position halt der mit mir abrechnenden Person von mir gesungen. Und das hat bei zwei Songs dann so einen Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, ich mache damit weiter. Und wen gibt es denn da noch, wer vielleicht mal so richtig mit mir Schluss machen möchte? Und dann hat jeder seinen Song gekriegt. Und es gab eine komplett andere Erzählung. Ja, wie dem Buch, was du gerade gehört hast. Ja, es ist dann auch wirklich eine ganz andere Geschichte. Ne? Also in dem Moment, wo ich es dann selber singe, dreht sich das total und man lässt auch den moralischen Sieger anders aussehen oder stellt den in Frage. War ein sehr spannender und irgendwie auch kathartischer Prozess. So. War gut. Also lernst du sozusagen auch aus deinen eigenen Songs was über dich? Ja, naja. Oder zwing mich dazu, bestimmte Dinge mir anzugucken, so eher. Ob Lernen jetzt überhaupt eigentlich, ob man das positiv bewerten sollte, immer mehr zu wissen und sich selber immer besser zu kennen, überhaupt diese ganzen Perfektionierungsgeschichten, das ist ja eigentlich auch ein bisschen fragwürdig. Man kann sie auch mal vergessen. Der Persönlichkeit. Mhm. Genau. Ist manchmal wichtig, auch einfach mal was zu vergessen. Manchmal auch einfach wichtig zu sagen, es ist vorbei und jetzt kommt was Neues. So. Ja. Also jetzt musste ich auch sehr lange erklären. Es ist vorbei und jetzt kommt auch nichts Neues. Das ist auch sehr schön. Also ich muss sagen, das erinnert auch mich jetzt auch schön. Alles an deine Lieder. Nein, ich meine jetzt... Das finde ich auch sehr schön. Nein, ich meine jetzt... Vorbei, es kommt auch nichts Neues. Nein, ich meine jetzt, die Songs von Tom sind ja auch einfach immer sehr überraschend, mit tollen, überraschenden Wendungen. Und ich habe jetzt trotzdem, ich weiß jetzt nicht, wie du das findest, weil du so viele Lieder seither geschrieben hast, aber mein Lieblingssatz ist immer noch aus einem Lied von 1994, nämlich... Oh Gott. Ich sag's doch. Sag's ruhig. Jetzt so nervös, dass ich es nur auswendig kann. 94, was war denn da? Mein letztes Geheimnis ist, dass ich keins habe für dich. Mag sein, dein letztes vor ist dir. Das, vor dir. Dass ich keins habe vor dir. Ja, mag sein, dein letztes ist, dass du wirklich eins hast und nicht nur damit kokettierst. Mhm.
Wie nervt dich das, wenn Leute mit alten Liedern kommen, weil du so viel Neues immer schreibst? Du, am schönsten ist eigentlich, wenn ich die selber vergessen habe und daran erinnert wurde, dass ich mal einen richtig tollen Satz rausgehauen habe. Ja, passiert mir echt, also dass ich die nicht immer alles spielen kann, weil ich dann gar nicht mehr weiß, was für ein komisches Tuning oder was das war. So. Und natürlich auch die Texte alle nicht selber drauf habe, aber manchmal habe ich wirklich auch schon komplette Songs vergessen und war dann überrascht. Eigentlich, wenn ich mein altes Zeug höre, gibt es auch immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder ja, Fremdscham dem eigenen Werk gegenüber und ich denke, boah, kann ich nicht hören, unerträglich. Oder aber ich finde es völlig genial. Aber es gibt eigentlich nicht wirklich was dazwischen. Also, dass ich das so höre und das belanglos oder so, naja, okay finde, passiert mir eigentlich selten. Das spricht für deine Songs. Ja, oder zumindest für meine Einstellung zu meinen Songs. Oder? Weiß aber, ich nicht. Ich habe so ein total gutes Mittel gegen Flugangst. Ich höre einfach immer mein Debütalbum von meiner eigenen Band. Ist schlimmer. Und das ist so schlimm, dieses im Kopf die Sachen so schreiben, wie man sie jetzt machen würde und so. Also das lenkt so sehr ab. Man hört die Unentspanntheit und die Anstrengung manchmal. Ja, genau, bei so Sachen. Genau, genau, absolut. Also ja. Nichts gegen diese große Platte. Es war ein Meisterwerk. Ja, es war ein Meisterwerk. Finde ich auch, aber trotzdem. Aber wenn ich so im Flugzeug sitze, dann bin ich echt so abgelenkt, so dass ich denke, wäre mir jetzt auch noch egal, wenn es abstürzt. So. Ja, gut, aber du hast ja so viele Platten gemacht. Ja, aber das heißt auch nicht, dass man in so im emotionalen Umgang damit wirklich routinierter wird. Mhm, ich bin ja auch Gott sei Dank nie wirklich berühmt geworden. Ach doch. So, dass ich mir das auch nicht habe irgendwie ja, so wirklich perfekt schönreden können, alles, was da an Defiziten so. Aber du hattest ja auch immer die Möglichkeit, einfach diese Platten auch zu machen, künstlerisch, so ein total reiches, kreatives Leben zu leben. Das ist ja der Hammer. Also es hat ja auch nicht viel. Ja, das ist der Hammer und das ist auch ein ziemliches Privileg, finde ich schon. Finde ich total toll, dass du das sagst, weil was haben jetzt so Leute davon, die einmal so total gehypt sind und danach interessiert es keinen mehr. Für dich interessieren die Leute sich ja kontinuierlich. Was ich da im Endeffekt von habe, das weiß ich auch erst hinterher. So, ne? Okay, dann ziehen wir jetzt. Ich habe noch eine Frage. Okay. Wie sehr interessierst du dich so? Ja, das möchte ich jetzt wirklich wissen. Wie sehr interessierst du dich so für aktuelle Musik? So, also nimmst du da was mit auf? In Phasen manchmal total viel oder dass ich irgendwie auf so ein Nest stoß. Ne, irgendein Label entdeckt, wo mir irgendwas gefällt. Wenn recherchiere ich. Und wenn es gerade keine aktuelle Musik ist, dann bin ich mit irgendwelcher alter Musik beschäftigt, weil da ist ja auch wahnsinnig viel zu entdecken in den letzten 3000 Jahren und in den letzten 200 vor allen Dingen auch. So, da ist so viel, ne, was man vor allen Dingen auch bei jedem Hören dann wieder anders hört, sodass man an bestimmte Punkte auch immer wieder zurückkommen kann und hat mit ganz anderen Elefantenohren hört, weil man da in der Zwischenzeit wieder irgendwas auch einfach über die eigenen Ohren gelernt hat und so. Also ist schon, ich finde das schon, also in diesem Leben finde ich Musik schon sehr spannend. Auf jeden Fall. Wunderbar. Dann freuen wir uns jetzt riesig, dass du uns die Musik auch mitgebracht hast und dass die Musik in Form von Live-Musik. Ja. Nach mir ist Pause, ne? Oder? Ja, genau. Nach mir ist Pause. Die ersten gehen dann jetzt schon raus. Das ist der Techniker. Das sind die mich wirklich kennen. Das sind die, die dir ein Mikrofon bringen. Ja, Tom, vielen Dank für das wunderbare Interview. Ja, total, und vielen Dank. Wir freuen uns mega jetzt auf deinen Auftritt. Endlich mal. Ja. So, ja. Jetzt. Viel Spaß. Ist für mich auch wirklich krass in den letzten, seit wann bin ich hier, seit gestern Abend, so viele Menschen. In dieser Stadt, auf dieser Reise, habe ich dem Monster
mein Herz geschenkt. Wer dem Monster sein Herz schenkt, ist selber schuld. Und all dem Glas und dem Waschbeton bin ich verbrannt, mein Körper, meine Seele befallen von allen gängigen Symptomen. Schal aus der Wolle, von Wind gewaschenen Schafen. Ein paar drahtige Haare vom Wolfsunterbauch. Ein Mann in einem Auto, im Kofferraum das Serum. 300 Ampullen unter einer Decke. Die Güte der Mutter. Und die Geduld des Vaters, die Gnade einer heilen Familie. Versteck mich an diesem neuen Morgen. Versteck mich, damit die Kohlen mich nicht sehen. Versteck mich, damit sie mich nicht sehen. Und all dem Glas und dem Waschbeton bin ich verbrannt, dein Körper, deine Seele befallen von allen gängigen Symptomen. Jo, Mama, ziemlich feminine. Geh auf die Königsstraße mit dem, den mein Freund kannte. Hab mich entschieden vor vielen, 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 vielen Jahren. Ich muss den treffen, den ich liebe.
immer alle treffen, die ich liebe. Die Wolken sehen aus wie die Röntgenaufnahme einer Hand. Schau, Mama, wie es unbeschreibliche Gefühle, als ich dich im Wandschrank fand. Salz auf heißes Öl, Kerzen an und ein weinendes Herz, ein weinendes Herz. Mit langen Haaren und Deutsch als Fremdsprache. Guck, Mama, ich bin's, mit Federn an den Schultern, wie ein Gänseblümchenprinz. Wie verrückt wird's noch, wie verrückt ist das schon jetzt? Was macht der Prinz von Dänemark da? Und was sagt das Gesetz? Es sagt, ich muss den treffen, den ich liebe. Ich muss die treffen, die ich liebe. Zähn so wie ich, Zähn im Gesicht, in Deutsch, in Deutsch als Fremdsprache. Alle Augen schauen nach innen, auf den ungebetenen Gast. War es wieder nur ein Fehlalarm? Wir hatten feierlich geschlossen, niemals so zu werden wie die anderen in der grauen Ruhrpottstadt, aus der wir kamen. Wir tragen ihre müden Körper Jahr für Jahr und Tag für Tag von der vorbestimmten Wiege hin zum vorbestimmten Sarg. Stell dir ein Geschenk vor auf dem Tisch mit dir, mit allem drin, mit dem du niemals vergessen hast. Ich muss den treffen, den ich liebe. Alle treffen, die ich liebe. Ich muss die treffen, die ich liebe. Treffen, wen ich liebe. Da sind Filter drauf, darum sieht das so schön aus. Und es sind Leute zu sehen, die in Wirklichkeit gar nicht da waren. Früher ging sowas nicht. Heute sind es 2-3 Klicks. Und das uralte Meer schwappt im Rhythmus der Liebe vor und zurück. Aye. Aie, au. Vielleicht denkst du jetzt, die Fenster müssten mal geputzt werden. Und der Geburtstag der Kleinen wird sich nicht von allein planen. All die Care-Arbeit, die keiner sieht. Während ein uralter Wind mit dem Schwung neuer Liebe über den Strand zieht. Aie, au. Aie, au. Und all die Worte kommen aus dem Urgrund der Laute.
Und vielleicht, wenn wir ihnen helfen, dann finden sie nach Hause zurück. Komm, sing mit mir den uralten Reigen. Bis von den Dingen, die wir reden, nur noch die Vokale übrig bleiben. Aie, au. Aie, au. Aie, au. Aie, au. Aie. Nur wenn, als wenn sie singt. Okay. Oh Mondin, das Hallo. War Malonda von Es geht weiter, von unserer Spotify-Playlist Ich brauche eine Genie. Und apropos, ich brauche eine Genie. Zu wir haben Buch? Jetzt eine Genie. Mareike Kaiser kommt hier gleich auf die Bühne, wird eine künstlerische Performance aus ihrem Buch lesen. Aber zuerst haben wir die große Ehre, dass sie einen Song mit uns singt. Ja, Mareike lebt in Berlin und im Internet, sehr schön, als Journalistin, Autorin, Kolumnistin, schreibt sie Essays, Bücher und Tweets zu Inklusion, Bildung, Familie, Politik, unter anderem für die Zeit, die Taz, Brigitte, Missy Magazine, den RBB und seit Anfang 2020 arbeitet sie als Chefredakteurin des Online-Magazins Edition F. Ja, und eben im April 2021 ist ihr zweites Sachbuch erschienen, Das Unwohlsein der modernen Mutter. Und das ist so ein großartiges Buch und es hat mir wirklich so viele Fragen erklärt über das, ja, über das Unwohlsein der modernen Mutter eben. Und besonders toll finde ich aber das Wohlsein der modernen Mutter, das dann entsteht, wenn man singt, oder? Ist das so? Voll, ja, vielen Dank. Also die Ehre ist ganz bei mir. Danke, dass ich heute hier sein darf und mit euch singen darf. Singen ist einfach das Tollste. Wir haben jetzt hier drei Genies. Sorry. Großartig. Ich brauche eine Mareike. Ich habe Lust auf Liebe, aber ich verhalte mich ganz still. Mag sein, dass ich deine Liebe eigentlich gar nicht will. Ich sitze allein am Tresen, nur, dass du dich nicht wunderst. Ich fühle mich heute wie ein Wesen aus einem anderen Jahrhundert. Ich brauche ein Genie, das mein Herz repariert. Ich brauche ein Genie, das am Abgrund planiert. Ich brauche ein Genie, das meine Ideen schätzt und aus meinen Schattenseiten ein Gemälde schöpft. Ich träum vom echten Leben, dem Leben der Bohème, dem Wahnsinn entgegen alles ganz anders ist. Bist du denn der Mann, mit dem ich rückwärts reden kann? Legen wir dann los im Vorwärtsgang. Es geht mir in der Liebe nicht nur um Sympathie. Upgrade my heart. Ich brauche eine Genie, die mein Herz repariert.
denn gleich und gleich gesellt sich gern. Meine Schokoladenseite könnte sich vermehren. Bist du der Typ fürs Grobe, fürs Feine und fürs Allgemeine? Bist du eine Genie auch auf anderem Gebiet? Ich brauche ein Genie, das mein Herz repariert. Ich brauche eine Genie, die am Abgrund flaniert. Ich brauche ein Genie, das meine Ideen schätzt und aus meinen Schattenseiten ein Gemälde schöpft. Ich brauche ein Genie, das Tüpfelchen auf dem I. Vielen Dank, Mareike Soto. Voll schön. Danke euch sehr. So, jetzt muss ich mich mal ganz kurz ordnen, als könnte ich das. Haha. Also ich brauche mein Telefon. Bleibt ihr auf der Bühne eigentlich oder was macht ihr? Nee, wir verlassen dich. Oh, schade. Wir kommen wieder. Okay, cool. Also ich trinke noch mal kurz einen Schluck. Und dann sage ich vielleicht noch ganz kurz vorher was. Ich habe es mir heute ein bisschen einfach gemacht, also jetzt gerade nicht. Okay, aber ich recycle jetzt quasi doppelt. Also ich habe vor 2 Wochen ungefähr eine Einladung gehabt nach Basel. Ich war im Kunstmuseum Basel. Die haben irgendwas mit Beuys gefeiert, fragt mich nicht. Josef Beuys, irgendein Künstler, ich hatte vorher nichts von ihm gehört, ihr wahrscheinlich schon. Und die haben gesagt, hey, komm doch, wir machen so ein Happening, mach doch einfach irgendwas. Und ja, ich dachte so, wow, cool, ich mache was richtig Cooles und hatte ein super Konzept, eine super gute Idee. Naja, und ich habe dann so was Ähnliches wie das, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ja, genau. Ich habe so was Ähnliches gemacht wie das, was ich jetzt gerade mache und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und gleichzeitig gibt es Stücke, die darin vorkommen, die auch in meinem Buch vorkommen, über das wir später noch reden. Ich hoffe, es wird nicht so lange, wie die beiden angekündigt haben, dass es wird, weil ich glaube, es gibt so ein Buch an Fragen an mich. Sagt dann einfach Bescheid, wenn ihr nachher nichts mehr hören wollt. Warum rede ich jetzt eigentlich so viel? Ich bin so nervös, deswegen wahrscheinlich. Okay, ich packe das Mikro hier mal rein. Toll, dass ihr noch da seid. Okay, jetzt muss ich noch vorher dieses Telefon zu mir nehmen. Das Mikro ist echt gut eingestellt. So. Alright. Das, was ich mache, nenne ich eigentlich. Und jetzt geht's los. Check it, yo, I bust a new style cause I'm getting so goddamn fucking wild that I won't, I can't, don't be wanting to stop. I got the shit to make a hit, so kick God, you're not, you know you wouldn't understand. Leute, das ist der falsche Song. Aber guter Versuch, jetzt bin ich nicht mehr nervös. Das, was ich mache, heißt eigentlich / Happy People. Ihr dürft euch auch gerne bewegen, wenn ihr mögt. Mitklatschen, schnipsen. Eigentlich würde ich jetzt schreien. Laut, sehr laut. Es tut mir leid, ich schaffe gerade gar nichts, außer überleben. Ein Satz, den ich schreien wollte, seitdem ich ihn das erste Mal schrieb. Du musst das unbedingt auswendig machen, schreibt mir Thomas. Thomas ist Künstler. Eigentlich würde ich jetzt schreien.
Aber statt meinen Text zu lernen, die Performance zu üben, habe ich mich um mein Kind gekümmert. Saß mit meinem Kind 3 Stunden im Wartezimmer einer Ärztin. Habe Essen gemacht und mir Gedanken, aber nicht um Kunst, sondern um mein Kind. Kann ich mal kurz schreien üben, habe ich mein Kind im Auto gefragt und es hat geantwortet, Mama, nein. Statt über meine Performance nachzudenken, mir ein Konzept auszudenken und Musik auszusuchen, habe ich mit meinem Kind zu Marky Mark getanzt. I wanna see more happy people. Ich bin nicht immer happy. Halt die Klappe und lass mich einfach mal in Ruhe denken, habe ich zu meinem Kind gesagt. Ja, so eine Mutter bin ich manchmal. Schlechte Mutter und schlechte Künstlerin. Für beides in gut reicht die Zeit nicht. Ich mache Überweisungen, ich mache mir Gedanken. Ich rede, ich höre zu, ich unterbreche und ich lasse mich unterbrechen. Ich räume die Spülmaschine ein und die Waschmaschine aus. Ich sollte meine Eltern mal wieder anrufen. Ich mache mir Sorgen, ich mache mir ein Brot. Ich hole mein Kind von der Schule ab, ich bestelle Dinge, ich putze das Klo. Ich müsste mal wieder saugen und zum Zahnarzt. Ich bringe mein Kind ins Bett und schlafe ein. Vor den Herbstferien sagte ich zu meinem Kind, ach, ich arbeite dann einfach, wenn du schläfst. In den Herbstferien schlief ich ein, wenn ich mein Kind ins Bett brachte. Spätestens dann, manchmal auch vor meinem Kind. Beuys sagt, jeder Mensch ist ein Künstler. Ich sage, jeder Mensch, der Zeit hat, kann ein Künstler sein. Selbstbestimmte Zeit. Jeder Mensch, der sich Zeit für Kunst nehmen kann, kann ein Künstler sein. Kunst ist ziemlich viel Ego, Mutterschaft ist das Gegenteil von Ego. Aber nicht die Kunst ist das Problem ist das Problem. Das Problem ist, dass Menschen unterschiedliche Voraussetzungen haben, Sachen zu machen. Einen Spaziergang, Wolken beobachten oder einen Text auswendig lernen. Das Problem ist die Gesellschaft, in der wir leben, arbeiten, Kunst machen. Eine Gesellschaft, die weder für Kinder gemacht ist und auch nicht für ihre Mütter. Also stehe ich hier. Hier. Habe nichts auswendig in meinem Kopf, keine coole Performance, nur dieses uncoole Telefon in der Hand und viele nicht umgesetzte Ideen in meinem Kopf. Ich erfülle nicht die Erwartungen an mich, weder als Mutter noch als Künstlerin. Ich scheitere, eigentlich jeden Tag. Beuys sagt auch, ich kann nur die Dinge produzieren, so gut ich es kann. Aber wie gut kann ich Dinge produzieren, wenn ich keine Zeit habe? Wenn ich zu wenig Zeit habe für die Produktion, weil ich mich um einen anderen Menschen kümmern muss und kümmern möchte? Wie gut könnten die Dinge sein, die ich produziere? Wie gut könnte ich sein? Ich muss Essen machen. Ich muss das Kind ins Bett bringen. Ich muss zuhören. Ich muss mitdenken. Ich muss Brote schmieren. Ich muss Geld verdienen. Ich muss da sein. Wollten Sie nie Kinder haben? Die Künstlerin Marina Abramovic antwortete, nein, nie. Ich habe 3-mal abgetrieben, weil ich überzeugt war, dass es ein Desaster für meine Arbeit wäre. Man hat nur so und so viel Energie in seinem Körper und die hätte ich teilen müssen. Das ist meiner Ansicht nach der Grund, warum Frauen in der Kunstwelt nicht so erfolgreich sind wie Männer. Eigentlich wäre Mutterschaft ein gutes Thema in der Kunst. Mutterschaft ist politisch, Kunst ist es auch. Und Kunst ist ein Abbild unserer Gesellschaft. Die Malerin und Mutter Despinas Doku schreibt in ihrem Essay Motherfucker, im A bis Z der Misogynie steht M nicht für Menstruation oder Menopause, M steht für Mutterschaft. Eigentlich träume ich von einem Stipendium. Ein Ort, an dem ich Zeit bekomme zum Denken und zum Schreiben und zum Performance üben. Ich klicke mich durch die Suchmaschinen und finde viele Reise- oder Residenzstipendien. Die meisten kommen für Mütter, insbesondere kleiner Kinder, nicht in Frage. Die Bewerbungsbestimmungen schließen mich aus. Kunst ist Luxus, wenn man Mutter ist. Sich das überhaupt zu erlauben, Dinge zu tun, die auf den ersten Blick keinen kapitalistischen oder kümmernden Sinn haben und auf den zweiten auch nicht. Zeit ist Luxus. Beuys sagt, die Ursache liegt in der Zukunft. Die Ursache meines Unwohlseins liegt in meiner Utopie. Ich ahne, wie es sein könnte. Ich sehe, wie ich schreie. Es könnte wirklich gut werden. Eigentlich. Vielleicht ist Kinderhaben wirklich das Gegenteil von Kunst. Eigentlich wäre ich gerne beides. Künstlerin und Mutter. Kein Entweder-Oder,
sondern und. Bis dahin schreie ich leise. Wie gut ist dieser Song, bitte? Habt ihr euch noch an ihn erinnert? Wie gut ist dieser Text, den du da gerade gelesen hast? Ja, der Text sieht besser als der Song. Komm doch in unsere Mitte. Ah ja, okay. Ich habe richtig Respekt vor eurer Mitte. Wisst ihr das? Sitzt du hier, okay. Sollen wir das noch hier wegräumen? Ja. Aus der Mitte? Guck mal, da denkt mal jemand. Ja, Mutter halt, ne? Soll ich euch noch ein Brot schmieren? Unbedingt. Ja, wer mich kennt, weiß, ich habe kein Kind und wollte auch noch nie eins. Umso mehr hat mich ausgerechnet in den letzten Jahren die Frage gepackt, warum Menschen Kinder wollen. Und noch viel mehr, wie das Leben mit Kindern in der Gegenwart so ist. Ich habe dafür dann ganz viele Romane auch gelesen. Ich habe mir gemerkt, dass mich nur noch das Thema so interessiert hat. So der von Meg Wohlleiser oder auch der berühmte Buch von Daniela Green und überhaupt so. Ich habe natürlich auch Freundinnen, die Kinder haben. Und deshalb habe ich mich jetzt auf dein Buch so gestürzt, das Unwohlsein der modernen Mütter. Und ich muss sagen, also jetzt wurden mir endlich mal die Fragen beantwortet, die ich wirklich so hatte irgendwie. Also ich weiß nicht, irgendwie konnte ich da ganz gut mitschwingen, auch mit den Problemen, die du so aufwirfst und auch das Kunstthema, das du gerade angesprochen hast. Und ich finde, man erfährt in diesem Buch wie in einem guten Roman, wo man wirklich absolut gut erfährt, wie es sich einfach anfühlt oder mit Stefan Heim, wie man die großen Dinge im Kleinen sieht. Und andererseits gibt es zu all den Beobachtungen, die du machst, auch so tolle Schlussfolgerungen, so manifestartig mit Slogans, mit wissenschaftlichen Studien untermauert und so einem Grundgefühl von Solidarität und universellen Blick auf die Welt gepaart, was mir außerordentlich gut gefällt. Gleichzeitig gibt es dich aber auch verletzbar und darfst auch schwach sein, also ein mehr als nur sympathisches Buch, also wirklich großartig. Dankeschön. Ist schön in der Mitte hier. Und du kannst mal durchatmen, weil es sich nicht... Also wirklich, also mich hat eigentlich jede Erkenntnis interessiert, die du da hattest. Und leider haben wir jetzt gar nicht so viel Zeit, darüber zu reden. Und deshalb habe ich mir einfach mal... Okay, also mir reicht es auch. Hab alles gehört. Und also ich habe dann einfach mal, ich pack mal eine Stelle raus. Also genau, ich möchte mal mit dir jetzt sozusagen über die Idee reden, dass einer dieser Slogans, über die ich spreche, dass Mutterschaft einfach eine politische Kategorie sein sollte und dass es das irgendwie nicht ist in der Gesellschaft. Und da picke ich mir jetzt mal die Stelle raus auf Seite 65, wo du, die Ich-Person, zu einer Schuldnerberatung geht und eine Frau S., eine günstigere Wohnung vorschlägt. Und ich dann so dachte, okay, Moment. Ich kann es auch erzählen, ich habe es ja geschrieben. Genau. Also die Ich-Erzählerin ist ja ich quasi, ja, weil es ist ja auch ein erzählendes Sachbuch. Ja. Also das ist ja jetzt nicht so wie die Sophia, die dann sagen kann, ja, hat gar nichts mit mir zu tun. Also in meinem Buch hat es ziemlich viel mit mir zu tun. Ja. Leider an dieser Stelle, das ist ja aus dem Kapitel Geld. Also mein Buch hat, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber es hat ein paar Kapitel und die haben sehr kurze Titel und heißen zum Beispiel der Sex oder das Geld oder die Arbeit. Und das, was du sagst, ist aus dem Kapitel das Geld. Und das Kapitel beginnt damit, dass ich mit meiner Tochter an der Supermarktkasse bin und meine Karte nicht gedeckt ist, wie die Kassiererin mir mit nicht so empathischen Worten mitteilt und wir dann nach Hause müssen und ich unangenehme Gespräche führen muss mit dem Finanzamt und dann später eben auch der Schuldnerberatung und genau, das ist für mich einfach auch total erleichternd gewesen, das aufzuschreiben, auch im Sinn von, ich weiß, dass das jetzt kein Einzelschicksal ist, also ja, ist auf jeden Fall mein Einzelschicksal, dass ich schlecht mit Geld umgehen kann und trotzdem fingen meine Geldprobleme erstmal so richtig an, als ich Mutter wurde und das ist strukturell, also Alleinerziehende sind krass von Armut betroffen und was war deine Frage? Die Frage ist, dass die Frau sagt, sie manchmal haben Leute Glück, genau. Also sie sagt zu dir, sie schlägt dir vor, du könntest doch einfach mal so eben die Wohnung wechseln, um 100 Euro im Monat zu sparen. Und dann sagst du, wie soll das gehen, frage ich sie. Sie weiß keine Antwort, manchmal haben Leute Glück, sagt sie. Mhm. Und es ist so die Frage, ist das aus Deutschland?
dass die CDU und die SPD in den letzten Jahrzehnten auch so gemacht hat, wo man einfach zu Muttern sagt, hey, ihr müsst einfach ein bisschen Glück haben. Ne? Absolut, dann geht's schon genau. So, ne? Also ich glaube, das ist ja genau das, und das betrifft eben nicht nur Mutterschaft, sondern ist ja ein größerer gesellschaftlicher Punkt, dass wir in einer Gesellschaft leben, die neoliberal und kapitalistisch ist und es genau darum geht, du musst halt Glück haben oder geerbt haben oder einfach so reiche Eltern haben, dann funktioniert alles ganz gut, und wenn du das aber nicht mitbringst, musst du Glück haben. Dann Pech. Und das kann halt oder keine Glück. Gerechte Gesellschaft sein, in der wir darauf angewiesen sind, Glück zu haben. Also so, ja, hier irgendwie würfel mal, und wenn du eine 6 hast, hast du ein schönes Leben, und bei einer 1 aber nicht. Sorry, tut uns leid. Genau. Und bei Mutterschaft, deswegen spreche ich von Mutterschaft als politischer Kategorie. Also das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern Sheila Hethi, die ja auch das großartige Buch Lebenswerk geschrieben hat. Und das ist für mich einfach total einleuchtend, weil so viele Punkte unseres Lebens und auch so viele dieser Gerechtigkeiten in Mutterschaft zusammenkommen. Also Arbeitsmarktpolitik, Themen rund um Vereinbarkeit, das betrifft eben vorwiegend Mütter. Dann auch Sozialpolitik, Bildungspolitik, wie werden Kinder betreut, wie können Kinder lernen, von wann bis wann werden sie betreut, wie ist die Verkehrsinfrastruktur, also wie hole ich mein Kind von der Kita ab, und wenn ich das mache, mache ich das mit dem Fahrrad, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Auto, und mache ich das durch eine Luft, die sauber ist, weil es eine gute Klimapolitik gibt oder nicht. Also diese ganzen Themen kommen einfach zusammen bei Mutterschaft. Und ist, also der Typ vom Finanzamt sagt dann ja auch zu dir selber schuld so, und das bringt es auch total gut auf den Punkt, also diese Idee, dass sich durchwurschteln. Der Mann sagt selber schuld und die Frau sagt, du brauchst Glück. Also das fand ich so total gut beschrieben. Und was müsste denn passieren, also damit das mal als politische Kategorie anerkannt wird? Also es gibt ja auch Parteien, also die Grünen, die haben das ja im Wahlkampf stark, also fand ich sehr toll, dass Annalena Baerbock das Thema so stark gemacht hat im Wahlkampf. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Sie hat sich damit auch schwach gemacht. Ne? Also das ist doch krass, oder? Dass sie sich da genau, also das zeigt ja auch, also ihr hattet vorhin ja auch, als ihr über das andere Buch gesprochen habt, fiel ja auch schon mal irgendwie, das war so mütterlich, und das war dann ja auch schon als so negative Kategorie eigentlich. Also Mutterschaft ist ja nicht cool, dass ich jetzt zum Beispiel das Buch geschrieben habe. Es war jetzt nicht, dass dann, weiß ich nicht, mir Leute Date-Anfragen geschrieben haben, weil ich jetzt irgendwie ein schlaues Buch zur Mutterschaft geschrieben habe. Also da gibt es ja andere Themen, die irgendwie cooler und mehr sexy und angesagt sind. Mit Mutterschaft ist man erstmal raus aus dem sexy Game, würde ich sagen. Wie bin ich denn jetzt da gerade eigentlich hingekommen? Ist ja auch nur die tolle Fairness passiert, ne? Als die, also, ja. Ja, genau. Aber also deine Frage war ja so eine politische. Annalena Baerbock, und die genau, es versucht hat, im Wahlkampf zu bringen, das Thema. Ja, und mittlerweile, also sieht man ja, wo das dann so hingeführt hat, nämlich, dass sie jetzt als Familienministerin gehandelt wird. Und auch dieses Ministerium ist ja auch eher so, dass das, was eben nicht angesagt ist. Also alle reden darüber, macht jetzt Lindner oder Habeck das Finanzministerium. Ja. Das ist halt wichtig so. Und das andere ist halt so, ja, so ein bisschen, ne, wie Schröder gesagt hat, ohne das jetzt zu wiederholen. Aber genau, das ist einfach. Das hat kein Prestige und ist nicht angesehen und in der Gesellschaft. Und wenn du jetzt fragst, was es braucht, auch politisch, dann könnten wir jetzt über so kleine Sachen reden. Also was heißt klein? Das sind super wichtige Sachen. Mehr Mütter in die Politik, mehr Menschen mit Care-Verantwortung. Das müssen ja nicht immer Frauen sein, können Menschen aller Geschlechter sein, die sich um andere Menschen kümmern. Aber mir wäre eigentlich lieber eine relativ zügige antikapitalistische Revolution, weil wir dann einfach nicht mehr darüber sprechen müssten, sondern es einfach klar wäre, danke, gerne Zwischenapplaus für die antikapitalistische Revolution, weil ich glaube dann, wenn das passiert wäre, oder das ist dann ja auch eher ein Prozess, dann müssten wir über ganz viele Dinge nicht mehr sprechen, weil es wäre total logisch, dass es wichtig ist, dass es Kindern gut geht und dass es den Menschen, die sich um Kinder kümmern, gut geht. Und dann wäre logisch, dass nicht Erwerbsarbeit ganz oben auf der allerersten Stufe von Wichtigkeit in unserem Leben steht, sondern vielleicht, wie wir unsere Welt erhalten und uns selbst und glücklich erhalten mit psychischer Gesundheit und all diesen Dingen, die wir, so wie wir leben, gerade oft für unmöglich halten. Voll schön. Du sagst ja auch, du zitierst ja auch öfters Frigga Haug, die hat ja so ein ganz interessantes Modell erarbeitet, so eine 20-Stunden-Woche Erwerbsarbeit und dann also vier Sorten Arbeit, also
Genau, ich habe Frigga Haug lieben gelernt durch die Recherche zu meinem Buch und durfte sie ja auch treffen, also digital nur, weil sie irgendwo lebt, wo ich jetzt das vergessen habe, irgendeine Insel oder so. Genau, ist eine etwas betagtere Philosophin und die hat das 4-in-1-Prinzip erdacht und das echt schon vor Jahrzehnten. Und das bedeutet eben, dass unser Leben viergeteilt sein sollte in 4 Teile. Ein Teil Erwerbsarbeit, ein Teil Fürsorgearbeiten, ein Teil Kunst, also das, was wir heute hier machen, so. Und ein Teil gesellschaftspolitisches Engagement. Und das muss dann aber eben nicht bedeuten, dass wir alle im Bundestag sitzen, sondern einfach ja auch Zeit haben, uns in unserem Kiez zu engagieren, zu überlegen, wo kommt die nächste Spielstraße hin. Und wenn man das so runterrechnet auf unseren Vereinbarkeitsdiskurs, dann kommt eben dabei raus, 20-Stunden-Woche als das, was wir aktuell als Vollzeit machen. Also so, wie Vollzeit jetzt bezahlt wird, oft ja auch noch viel zu wenig, aber das müssten eben 20 Stunden sein. Und dann hätten nämlich auch also viele Menschen nicht mehr so viele Probleme, also vor allem auch Alleinerziehende. Dann wäre das möglich, in dieser Zeit Kinder gut zu betreuen, betreuen zu lassen. Dann von diesem Geld, das man verdient, müsste man dann eben leben können, Wohnung bezahlen und dann müsste der Steuertyp vielleicht auch nicht sagen, ja, Pech gehabt. Du sprichst ja auch von Privilegienverlust, Machtverlust und davon, dass das war eine Zahl, die mich so geschockt hat, also dass Mütter 70% weniger Geld haben als Frauen, die keine Kinder haben. Und trotzdem schreibst du aber auch, dass auch Frauen allein nur weil sie als Frauen gelesen werden, schon natürlich im Berufsleben diskriminiert werden, also auch wenn sie gar keine Kinder dann haben oder so. Ja, weil die Möglichkeit besteht, dass sie ja welche haben könnten. Genau. Also ich finde, du hast immer voll toll diesen Bogen aufgemacht. Ich weiß jetzt also gar nicht, also ob jetzt mein Lob irgendwie, also es kommt mir schon fast blöd vor. Also natürlich ist das Buch großartig so. Ich habe ja keine Kinder, also ich kann es ja eigentlich gar nicht beurteilen, aber es scheint mir doch alles sehr logisch zu sein, was man so beobachtet. Das freut mich total. Tatsächlich ist, also mich freut es auch, wenn Mütter sich melden und sagen, hey, du hast aufgeschrieben, wie ich mich fühle. Das ist auch ein tolles Kompliment. Aber gleichzeitig habe ich das Buch ja nicht für Mütter geschrieben, sondern dafür, dass sich was ändert. Und das geht eben nur, wenn man Menschen berührt, die keine Kinder haben oder die eben nicht Mütter sind, sondern Väter zum Beispiel oder sich ganz anders definieren als Elternteile. Und das finde ich total gut. Und für mich ist halt auch noch wichtig, dass das, was Mütter betrifft, ja eben nicht nur Mütter betrifft. Mhm. Also keiner, glaube ich, von uns, also meldet euch, wenn es anders ist, hat Bock, 60, 80 Stunden die Woche zu arbeiten und trotzdem irgendwie prekär zu leben dabei. Mhm. Also das sind wirklich Themen, die alle Menschen angehen, nur Mütter halt ein bisschen dringender. Und sag mal, könnte man sagen, dass es eigentlich zu keiner, also es war immer schwierig, Mutter zu sein und aber ist es eigentlich im Moment so, dass es sehr viel schwieriger ist, als viele gedacht hatten, weil sie dachten, wir leben ja schon in so einer emanzipierten Welt und so. Und jetzt das sind eigentlich total geschockt alle, so die Mütter. Also so, weil ja jetzt... Weiß ich nicht. Bei allem, weil es auch schön ist. Wenn ich mir jetzt so eine Mutter vorstelle in einer heterosexuellen Beziehung mit, weiß ich nicht, der Ehemann ist irgendwie der Chef von Mercedes-Benz oder so. Ich glaube, dann hat die ein ganz cooles Leben, oder? Also wenn meine Miete irgendwie safe ist und ich... auch vielleicht gar nicht so selbst die Ambitionen habe, was anderes außer Erwerbsarbeit zu machen und ich 3 Nannies habe. Okay, aber jetzt sagst du ja eigentlich wieder so dieses 50er-Jahre-Modell, aber ich meine jetzt speziell jetzt meinetwegen unserer Generation oder eben Leute, die dachten, also wir leben schon in einer emanzipierteren Welt und die dann da plötzlich irgendwie aufwachen und merken, so also wie ich mir es gedacht habe, ist es gar nicht. Ich kenne auf jeden Fall viele Leute, die sagen, ich bin Feministin geworden, als ich Mutter geworden bin. Also das passiert, glaube ich, auf jeden Fall. Ich tue mich so ein bisschen schwer mit so allgemeingültigen Sachen wie, es war noch nie so schwer, Mutter zu sein. Oder, ne? Also das ist ja, ich glaube, wir haben jetzt einen offeneren Diskurs, aber diese Themen gab es auch in den 50er Jahren zum Beispiel. Da haben die Frauen halt einfach morgens schon angefangen, Alkohol zu trinken. Da war es irgendwie normal, dass Frauen in der heterosexuellen Ehe geschlagen wurden. Da gab es irgendwie dieses Frauengold, was ja auch nur aus Alkohol bestand. Und da gab es Werbung dafür, dass das Frauen irgendwie ruhiger macht. Also ich glaube, diese ganzen Themen gab es schon. Und ich glaube, die Herausforderung der heutigen Zeit ist eben das, was du gesagt hast, dass es so scheint, als wäre alles gleichberechtigt. Und dass es ganz, ganz viele Rollenmöglichkeiten gibt. Und aber so suggeriert wird, du müsstest alle diese Rollen auch erfüllen. Und wenn du das dann nicht tust, dann gibt es Probleme, sowohl mit der eigenen Erwartung als auch mit der von außen. Ja, umso wichtiger, dass es solche Bücher gibt, dass es irgendwie vielleicht doch weitergeht und sich verändern kann, so dass
die Schwierigkeiten. Ja, das hoffe ich, genau. Also ich habe ja auch in das Buch geschrieben, dass ich hoffe, dass das einfach ganz, ganz viele Menschen mit Care-Arbeitserfahrungen noch folgen werden und es auch teilen werden und so eine Öffentlichkeit entsteht. Und ich finde einfach total wichtig, also danke auch für diesen Punkt mit dem Geld, das ist total wichtig, dass solche Geschichten erzählt werden, dass halt klar ist, okay, das ist kein individuelles, privates Problem, sondern es ist ein strukturelles und da ist nicht das Individuum, schwieriges Wort, schuld daran, sondern unser System. Und es geht halt darum, das System zu ändern und nicht im Kleinen und im Privaten immer zu gucken, okay, wie organisieren wir uns? Es gibt ja so super viele so Mental Load-Ratgeber und ich bin da ja, sehr dagegen, weil ich finde, strukturelle Probleme brauchen eine strukturelle Lösung und keine private. Da fällt mir jetzt noch eines ein. Du hast eine sehr schöne Stelle in dem Buch, wo du das schreibst oder zitierst, ich weiß gerade gar nicht, 16 Mütter sitzen im Sahnhaus. Das ist auch von Frigga Haug. Warum, ach so, das ist von Frigga, okay. Ja. Also, und warum betreut nicht eine die Kinder und die andere machen irgendwas anderes? Also, wieso, ja, genau, ich glaube, sie sagt, das ist eine sowas wie eine gesellschaftliche Vergeudung, genau. 16 Mütter am Spielkasten, Spiel, wie heißt es, Spiel? Spielplatz. Ich hasse Spielplätze, ich habe sogar schon das Wort aus meinem Kopf sehr gut verbannt. Ich finde, das ein schrecklicher Ort, Spielplatz. Ich muss auch sagen, ich habe jedes Mal, wenn ich ehrlich bin, so ein Mitleid, wenn ich am Spielplatz vorbeigehe. Ich auch, total. Also mit, sowohl mit den Kleinen als auch mit den großen Menschen. Genau. Ja, ja, vielen Dank. Das war ein trauriges Schlusswort, aber ein schönes. Wir werden es zu nehmen wissen irgendwie. Ich danke euch sehr für die Einladung und auch. Abend. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Das toll. Auch für das Buch. Und danke für den tollen künstlerischen Auftritt. Absolut. Ja. Wir kommen jetzt zu einem weiteren Höhepunkt des Abends. Ich freue mich riesig, die Gruppe Heim hier zu begrüßen, also zwei Drittel der Band Heim. Ja, herzlich willkommen. Wir reden erst ein bisschen und dann spielt ihr. Hallo. Clara Deutschmann und Robert Stadelober. Hallo. Ja, wir haben ja auch Farben für die Mikrofone. Du bist rot, ich bin grün. Warum bin ich jetzt einmal grün? Naja. Bist du gar nicht grün, Robert? Nee, ich bin auf jeden Fall tiefrot. Schon immer gewesen, okay. Und das bleibt auch so. Na gut. Wir interviewen dich trotzdem. Also, ja. Wir sind mega Fans von eurem aktuellen Album. Also ihr habt die Songs von Stefan Heim, also Gedichte von Stefan Heim vertont. Und sollen wir erstmal ganz kurz vorlesen, so allgemein ein bisschen für die Leute. Okay. Also, wir sind übrigens auch Fans von diesem Abend bis jetzt, muss ich nur mal ganz kurz sagen, das war echt bis jetzt alles. Ich wollte nur einmal ganz kurz sagen, wirklich, weil das viel zu selten passiert, solche schönen Potpourris an unfassbar erhellenden Themen. Also ich habe vorhin bei Tom geweint, hier musste ich gerade nur nicken, weil ich auch Vater bin und eben keine Mutter, aber Vater und das von außen sehe. Und dann ihr beide euch hier mal wieder zu sehen und der erste Text, also ja, es war einfach, es ist voll schön, dass wir hier sein dürfen. Jetzt fange ich auch gleich an zu weinen. Danke, dass ihr das macht, das ist wirklich ganz, ganz toll. Danke, Robert, so schön, dass du das sagst, danke. Ich aber ging über die Grenze, so schrieb der junge Helmut Flieg, jetzt lese ich nur den Pressetext vor. Hab ich geschrieben. Aber dann ist ja gut, siehst du mal. Okay, siehst du mal, so gut ist der nämlich. Im Frühjahr 1933, kurz nachdem er genau das getan hatte, kurz bevor er sich den Namen gab, unter dem er weltberühmt werden sollte, Stefan Heim. Über die Grenze gegangen nach Prag war er wegen eines Gedichtes. Anfang 2020 fanden sich Clara Deutschmann, Daniel Moheit und Robert Stadelober ebenfalls an einer Grenze, wieder im Dreiländereck zwischen der Slowakei, Ungarn und Österreich. Und dort legten sich plötzlich Melodien über diese beinahe ein Jahrhundert alten Texte und es entstanden Lieder, die überall die Grenzen... über all die Jahre und Grenzen hinweg in unser Heute hineinsprechen, hättest du als Schauspieler wahrscheinlich besser gewesen. Das Ergebnis, jetzt kommt was von mir, das Ergebnis, Robert singt diese Sätze so klar und lässig, dass man alles sieht und Instrumente schälen einzelne Aussagen so hervor. Das ist von mir, ja. Auch sehr gut. Ja, also ich muss sagen, das sind echte Hammer-Songs auf dem Album. Ich habe das gehört, ich hatte also wirklich Gänsehaut und dieser Song über die Grenze zum Beispiel, also wie sehr der diesen Herbstmoment so beschreibt, der jetzt gerade ist. Und also für mich ist das wirklich eines der Alben, wo einfach jeder Satz, jede Melodie, jedes Instrument so einen Kick gibt irgendwie. Und deshalb
also wir haben jetzt gar nicht so viel Zeit, über diese ganzen Songs zu reden, aber ich würde mich doch mal interessieren, einfach, genau, also erstmal, welchen persönlichen Bezug hast du zu den Gedichten von Stefan Heim? Und ja. Ich habe als sehr junger Mensch die Autobiografie von Stefan Heim gelesen, Nachruf, der war immer schon ein bisschen cheeky, also er konnte sehr gut mit Humor umgehen und hat im Jahre 87 seinen eigenen Nachruf geschrieben und sollte dann noch 20 Jahre länger leben. Und da hat mir das damals die Augen geöffnet. Ich habe halt, wie ihr ja auch und viele von euch auch, in Deutschland gelebt zu diesem Zeitpunkt in den 90er Jahren. Das war ein Land im totalen Umbruch, es sind wahnsinnig viele Dinge passiert und die hatten sehr viel mit einer Vergangenheit zu tun, die ich in der Schule nur mittelbar mitbekommen habe. Also da hat man versucht, mir was zu erklären, aber ich habe es nicht verstanden oder man hat mir vielleicht auch gar nicht versucht, was zu erklären. Vielleicht sollte da auch ein kleiner Mantel des Schweigens drüber gelegt werden. Und in diesem Buch gibt es auf einmal beschreibt ein Mann sein Leben, geboren unter dem Kaiser, geflohen unter den Nazis, zum Weltschriftsteller geworden in den USA, als Soldat zurückgegangen nach Deutschland, Deutschland befreit, dann in das vermeintlich bessere Deutschland gegangen, die DDR und das erste Land, wo er wirklich geblieben ist, weil er meinte, hier bleibe ich jetzt so lange, bis es besser wird oder alles zusammenbricht. Dann bricht es zusammen und dann geht er in diesem Land, in dem wiedervereinten Deutschland, auf der freien Liste der PDS in den Bundestagswahlkampf, ja, und hält die erste Rede als Alterspräsident in einem gesamtdeutschen Bundestag und die gesamte CDU und die gesamte FDP steht nicht auf, als ein Jude das erste Mal wieder in einem gesamtdeutschen Parlament spricht, ja, und er kann darüber grinsen, ja, er kann da lächeln drüber und er kann, er hat so viel, er hat so ein großes Potenzial an Verständnis für alle Positionen und trotzdem bleibt er bei seiner Haltung durch alle Systeme hindurch. Es muss möglich sein, eine Welt zu schaffen, in der wir alle unter gleichen Voraussetzungen ein lebenswertes Leben finden können. Und zwar nicht nur in einem Land, sondern auf der ganzen Welt. Und das hat mich damals in diesem Buch umgehauen und das hat mich so lange umgetrieben, dass ich unbedingt was daraus machen wollte. Und dann, ich bin gleich fertig, kam dieses Jubiläumsjahr, also 30 Jahre 89, 30 Jahre 90 und hatte das Gefühl, der Mensch, der wirklich die Fragen gestellt hat, in den 80ern auch schon, was passiert eigentlich, wenn sich diese Länder wieder vereinigen, der alle Fragen an dieses Deutschland gestellt hat, über den redet auf einmal keiner mehr. Ja? Also Stefan Heim hat Mitte der 80er schon gesagt, wenn sich diese beiden Länder vereinigen und wir es nicht hinbekommen, wirtschaftlich irgendwie einen Ausgleich zu schaffen und den Menschen eine andere Form von Lebensperspektive zu geben, dann werden Asylbewerberheime brennen. Das schreibt der Mann 1986, bevor überhaupt jemand an die Wende gedacht hat. Ja? Und niemand redet dann letztes und vorletztes Jahr über Stefan Heim. Und dann wollten wir ein Theaterprojekt machen. Dann kam Corona, wie ihr auch alle mitbekommen habt. Und dann ist aus dem Theaterprojekt ein Musikalbum geworden. Du hast gesagt, dass dir die Songs passiert sind. Ja. Wie passieren einem Songs? Also wie war das? Naja, ich hatte eben eigentlich vor einen großen diskursiven Theaterabend mit Textcollagen aus Prosa-Stücken von Stefan Heim zu machen. Und dann war eben Corona und ich war mit meinen beiden Kindern und meiner Frau bei meinem Vater in Österreich auf dem Land. Und wie das ist mit Kindern, kann man dann nicht mehr so, was ja vorhin auch beschrieben wurde, wahnsinnig lang an irgendwelchen Texten arbeiten. Man spielt halt mit den Kindern größtenteils, aber man kann halt eine Gitarre dabei haben und dieses kleine Buch mit diesen Gedichten. Und dann haben sich da Melodien drüber gelegt. Und ich hatte meine kleine Tochter immer in der Trage und so eine mini kleine Gitarre davor dann so. Und dann habe ich immer gespielt und dann habe ich wieder versucht, was zu singen. Und wenn sie geweint hat, dann habe ich eine andere Akkordfolge versucht. Und wenn sie es gut fand, dann ist es geblieben. Ja. Genau, so sind sie mir, es ist wirklich so. Und es war dann auch tatsächlich so, als wir dann irgendwann angefangen haben aufzunehmen, gab es noch ein paar Texte, die Clara dann gefunden hat, die sie gerne haben wollen würde. Und dann waren wir bei Andreas Spechtel von Japanik, der hat im Garten seiner Mutter ein kleines Studio gebaut, da haben wir den Sommer da verbracht. Und dann saßen wir unter so einem Pfirsichbaum und auf einmal kam wieder so eine Akkordfolge aus dem Himmel geflogen irgendwie. Und dann habe ich angefangen, diesen einen Text zu singen dazu und meinte, jetzt kann ich jetzt aber nicht hier auf E-Moll rübergehen. Doch, doch, super, meinte dann Clara. Und dann bin ich dann noch auf A-Moll runter. Alles total klassisch und zack, war schon wieder ein Lied da. Und niemand hat das geplant. Das war irgendwie verrückt. Du hast die Gedichte einfach zum Leben erweckt, Robert. Also das ist Wahnsinn, wie prägnant das ist. Also wie klar du einzelne Sätze herausschält. Also wie du das also mit dieser Mischung bringst aus Mitfühlen und trotzdem auch distanziert. Und also wie du da genauso die richtige Gefühlsmelange findest, War das so ein Prozess auch dadurch, dass eben sie dabei war und Andreas und so weiter, dass du das Gefühl hattest, nicht allein zu sein in dem Prozess? Ja, ich war am Anfang allein und dann kam ziemlich bald Clara dazu und dann kann Clara vielleicht auch was dazu sagen, genau. Wie das war, dazu zu kommen. Naja, ich war eh auch ursprünglich ja unter dem anderen Vorwand quasi gekommen mit dem Theaterabend und gar nicht darauf vorbereitet, dass
das ein Album wird. Und so sind wir auch nach Österreich gefahren, also mit den ganzen Texten im Gepäck und wollten uns irgendwie einschließen und erstmal ganz viel lesen. Und dann kam Robert Eber und meinte, ich habe, glaube ich, jetzt 19 Lieder geschrieben, wollen wir die uns mal angucken. So. Sehr Wahnsinn. Und ich glaube, dann saßen wir eben in dieser Scheune und dann habe ich nach einer Woche zu Hause angerufen und gefragt, könntest du mir bitte die Oboe mal herschicken? Die lag jetzt 15 Jahre im Schrank. Ich würde sie mir mal wieder angucken. So, und dann kam irgendwie, es ging irgendwie alles sehr einfach. Das war ja sehr schön. Ja, bevor wir quasi in den Markt eingetreten waren, war alles sehr einfach. Seit wir im Markt sind, ist es nicht mehr so einfach. Aber egal, nein, da hat gesagt, wir dürfen uns nicht drüber beschweren. Da fragen wir auch gleich noch was dazu, das ist interessant. Ich wollte noch ganz kurz nochmal, jetzt, Kerstin, ich hoffe, ich gehe dir da nicht jetzt, also nochmal ganz kurz sagen, zu dem, was du gerade politisch gesagt hast über Stefan Heim, wo siehst du jetzt dann auch, ich wusste das jetzt alles gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Aber es ist ja gut, dass du uns das jetzt erzählst. Einer der Gründe, warum wir die Platte gemacht haben, genau, ja. Total gut. Und aber einfach, wenn man die Platte jetzt einfach so hört, denkt man ja die ganze Zeit, mein Gott, wie sehr passt das jetzt in die Gegenwart, also in die 20er Jahre. Ja, das ist das Schreckliche. Also, das ist anscheinend all das, was Stefan Heim und so viele andere Frauen und Männer versucht haben, leider halt so wenig Früchte getragen hat, weil es die Reaktion immer stärker war. Ne? Also, und das ist halt irre. Und dass das wirklich, dass da Texte uns angesprungen haben, die tatsächlich einfach genau das beschreiben, was uns gerade umgibt. Also diese vollkommene Hoffnungsperspektivlosigkeit und dieses komische Grundgefühl, dieses melancholische Grundgefühl, es ist doch eigentlich gar nicht so schwer, miteinander umzugehen. Und warum gibt es da so viele, die da so dagegen sind? Warum passiert es, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken? Das ist doch irre, das kann mir doch kein Mensch erzählen, dass du morgens aufstehen kannst und nicht jedes Mal daran denkst, dass das eine Scheiße ist. Und jeder, der sagt, das sind halt die Verhältnisse, dem glaube ich nicht. Der soll mir offen ins Gesicht sagen, ich bin einverstanden damit, dass Menschen sterben. Wenn er das sagt, wenn er so zynisch ist, kann ich sagen, okay, das ist deine Position. Alles andere ist verlogene Scheiße. Und das ist halt eben in diesen Texten, da geht es genau um das. Stefan Heim war jemand, der über die Grenze gegangen ist, weil er geflohen ist vor einem mörderischen Regime. Und da geht es nicht um Wirtschaftsflüchtling oder humanitärer Flüchtling, so ein Scheißdreck. Niemand hat das Recht zu fragen, warum jemand das Land wechseln möchte. Jeder soll das fucking Land wechseln dürfen, wenn er möchte. Carsten, sag mal was zu dem Lied. In diesem Song Schmerzliche Erzählung, da geht es ja um das Jahr, also 1918, also um einen, der Bruder von ihm ist ja in den Ersten Weltkrieg gezogen. Und das finde ich auch also ganz berührend, also wie schrecklich wahnsinnig, also wie ihr das so bringt, also wie du dann diese Meldung machst, mit diesen Maschinenhalfen. Nicht spoilern. Okay. Aber dieser Refrain, also wie das dann trotzdem noch so ein Pop-Refrain wird, das ist ja eigentlich echt der Hammer. So. Da hat lustigerweise Andreas Spechtler, als ich ihm das als verrauschtes Handy-Demo geschickt habe, gesagt, dass sie ihn das an Tom Lever erinnert. So witzig, das haben wir auch gedacht. Schon gedacht. Das haben wir echt auch gedacht, wirklich, also von der Melodieführung so ein bisschen. Ich muss sagen, dass ich durchaus sehr lange schon Tom Levers Platten höre, das wird dann sich irgendwie in meinem Stammhirn eingebrannt haben. Aber dieses mit dem Nein, also dass sie vielleicht hätten sie ja Nein gesagt, aber jeder war für sich allein. Das ist natürlich die Beschreibung trotzdem eines, der ist zu dem Zeitpunkt 5, 6 Jahre alt, ne? Als er das beschreibt, oder vielleicht 7. Und das ist, aber trotzdem ist da eigentlich so die Saat gelegt für alles, was sein späteres Leben betrifft. Erstens mal die Hoffnungslosigkeit und das Verzweifeltsein darüber, dass das passiert, dass junge Männer da in den Krieg ziehen, ohne zu wissen, was los ist und eigentlich vielleicht gar nicht wollen, aber sich nicht trauen, es zu sagen. Und gleichzeitig auch die ganze Krux dieses Konstruktes, was unter dem Namen Deutschland in verschiedensten Systemen fungiert hat. Die Saat liegt genau da. Ja? Also als mein Bruder ins Feld zog, Anfang 18 muss das gewesen sein. Da fängt der Scheiß an, also natürlich schon ein paar Jahre vorher, aber da sind Leute ins Feld gezogen und daran kannst du das ganze 20. Jahrhundert aufdröseln. Ich finde es großartig, dass es nicht nach Deutschrock klingt, was ihr daraus gemacht habt. Also, das war uns auch sehr wichtig. Also, und auch nicht nach Deutschrap, kein Beat. Also das finde ich den Hammer. Also dass sozusagen das politisch und musikalisch berührendste und wichtigste Album dieses Jahres oder auch dieses Jahrzehnts jetzt bisher, dass das sozusagen ohne Rhythmus auskommt. Also natürlich habt ihr einen Rhythmus, aber halt aber jetzt wir ohne haben keinen, Schlag. Aber nicht keine halt rhythmische dieses, Information. Ja. Das ist der Überhammer, weil man doch so, das ist so wie die Liebe ist ein Song, der sich nicht reimt. Sie ist vielleicht auch ein Song, der keinen Rhythmus hat.
Naja, es ist halt auch, sind halt Gedichte natürlich, die geben auch einen Rhythmus vor und ich glaube, dass so Poesie dann, gerade wenn sie halt tatsächlich auch ohne Musik schon da war, frei fließen muss und ich sie nicht einsperren wollte in irgendwelche Beats, also das heißt ich, wir alle zusammen, das haben wir gemeinsam entschieden, da war auch Andreas ein großer Teil davon, total mutig, dass wir rumprobiert so haben und irgendwann gesagt haben, nee, das passt nicht. Also und da haben wir uns natürlich auch so ein bisschen an Musik, also auch tatsächlich an DDR-Liedermachern orientiert, aber der größte Einfluss wirklich war für mich, weil... Welche Liedermacher? DDR-Liedermacher. Also sag mal bald Namen. Dann hört man es gleich mit. Ja, okay. Also eine Sache, die ich will, die man mithört, glaube ich, die hat mit der DDR relativ wenig zu tun. Die hat eher was mit der amerikanischen Vergangenheit von Stefan Heim zu tun, weil Stefan Heim sich Zeit seines Lebens eigentlich als Amerikaner verstanden hat und auch bis zum Ende seine Bücher erst auf Englisch geschrieben hat und dann selber auf Deutsch übersetzt hat. Hm. Darum war für mich ein ganz großer Orientierungspunkt Tom Petty. Und genau, ja, das... Jetzt will ich noch eins sagen. Lass mich mal kurz sagen, ich will es noch mal ganz kurz, ich weiß, ihr seid schon voll gespannt auf die Musik, aber ich habe jetzt noch, wenn ich jetzt einmal den Robert interview, haben wir total auch, also ich würde noch mal kurz was darüber sprechen, wie du das Album in deine musikalische Geschichte einordnest, deine persönliche, weil ich habe das immer so verfolgt, auch bei dir mit Gary, deiner ersten Band, da hast du ja auch Englisch gesungen. Ja. Und ist jetzt eigentlich das erste Mal, dass du auf Deutsch singst? Nee, ich hatte früher eine ganz schreckliche deutsche Band auch. Glaube ich nicht, dass sie schrecklich ist. Nein, doch, was man halt so mit 14, 15. Ich habe versucht, halt Tokotronik nachzumachen, wie alle zu der Zeit. Ich bin der Einzige, der versucht, dass es nicht so klingt und es klingt trotzdem so. Nein, also ich glaube, ich habe da sogar eine kurze Antwort drauf. Ich habe für mich verstanden, dass viele Dinge, die ich sagen möchte, schon mal gesagt wurden und dass die aber keine Öffentlichkeit hatten. Und mein Beruf als Schauspieler ist ja auch der, eigentlich Texte zu nehmen und sie zu einer anderen Form von Verständnis zu bringen durch meine Interpretation. Und das macht für mich in einer Zeit, wo es so viel um Selbstbespiegelung und Innerlichkeit geht und die Leute permanent sich an sich selber abarbeiten und das auch überall offen teilen, total Sinn zu sagen, ich trete einen Schritt zurück und nehme das Innen von jemand anders und fülle es mit meinem auf und ich habe da Lust, weiter dran zu arbeiten, eben keine eigenen Texte zu schreiben, sondern Texte zu nehmen. Das hört man so arg dieser Platte an, also wie du es gerade gesagt hast, das ist so großartig, aber du erwächst die Lieder zum Leben, also das ist, wir bestehen da drauf, wir sind wirklich wir, das ist nicht mein alleiniger Verdienst. Ja. Welchen Bezug, wie bist du an die Gedichte rangegangen? Also wir kannten dich jetzt eigentlich, weil du in der Charité-Serie mitgespielt hast. Ja. Kerstin ist voll der Fan von der Lieblingsserie. Genau, sie hat eine Charité-Serie. Das finde ich natürlich eigentlich am allerklamourösesten überhaupt. So. Wird hier verschwiegen. Ja, das ist vollkommen okay. Aber was war dir, wie ich daran... Genau. Welchen Bezug du zu den Gedichten hast oder wie du den im Laufe der Arbeit entwickelt hast? So. Naja, wirklich kennengelernt habe ich Stefan Heim tatsächlich über diese Arbeit. Und vorher wusste ich nicht besonders viel. Und deswegen ist mein ganzes Verständnis der Zeit und auch dieser Platte, die wir da gemacht haben und den Text, mit dem wir uns beschäftigt haben, aus den gemeinsamen Gesprächen und aus den langen Nächten über Romanen entstanden. So. Ja, und ist damit natürlich auch total gewachsen, also je länger wir damit unterwegs waren und uns beschäftigt haben. Und wächst auch immer noch, ne? Also ja, absolut, ja, absolut. War das jetzt für dich auch, das weiß ich jetzt nicht, auch so ein Debüt als Musikerin und als Sängerin? Oder hast du? Ja, also ich habe immer Musik gemacht, aber ich habe noch nie eine Platte gemacht. Und auch vor allem noch nie Oboe gespielt vor der Öffentlichkeit. Wow, dann freuen wir uns jetzt sehr. Oder hast du noch was? Ja, ich habe noch 1000 Fragen, aber jetzt... Wir laden euch nochmal ein. Wir können ja nachher noch ein bisschen quatschen, genau. Sind wir alle noch hier. Genau, und genau. Okay, genau. Jetzt freut euch auf das tollste Album dieses und traurigen traurigen Jahrzehnts. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Als mein Bruder ins Feld zog, Anfang 18, muss das gewesen sein, dachte ich, die große Bahnhofshalle fiele grau und donnernd über uns ein. Ich
Ich hatte noch keinen großen Schmerz durchlebt. Ich war ein junges Ding. Und ich wusste, dass mein Bruder sehr an mir hing. Und sie standen am Fenster, ganz ruhig, bleich und schmal war ihr Gesicht. Und daran, dass sie wieder käm, glaubten sie wohl alle nicht. Vielleicht hätten sie gerne geschrien, nein, ein großes, hartes, starkes Nein, aber nichts geschah, ein jeder war mit sich selber allein. Und mein Bruder sprang noch einmal vom Coupé herab, beugte tief sich über meine Hände und er küsste sie. Ich erschrak, ich musste krampfhaft schluchzen, denn das tat er nie. Vielleicht hätten sie gerne geschrien, nein, ein großes, hartes, starkes Nein, aber nichts geschah, ein jeder war mit sich selber allein. Nach 6 Wochen hat man mir geschrieben, er sei in eine Maschinengewehrgabe geraten und liegen geblieben. Nach 6 Wochen hat man mir geschrieben, er sei in eine Maschinengewehrgabe geraten und liegen geblieben. Vielleicht hätten sie gerne geschrien, nein, ein großes, hartes, starkes Nein, aber nichts geschah. Vielleicht hätten sie gerne geschrien, nein, ein großes, hartes, starkes Nein, aber nichts geschah. Ein jeder war mit sich selber allein. Dankeschön. Das nächste Lied heißt Deutscher Brief. Gegangen.
wusste, was du tatest und wofür. Ich habe viel gedacht in all den Nächten und zitterte bei jedem Klang der Tür. Und als du nicht mehr kamst und Willi vor mir saß und schweigen musste, weil da nichts zu reden ist, da sagte ich, jetzt braucht ihr jemanden, nehmt mich. Doch etwas tun, dass man euch nicht vergisst. Ich sitze trotzdem viel allein und manchmal kommen Tränen. Man darf nicht weich sein heute und man soll nicht weinen. Mein Junge, mein guter Junge, deine Augen. Leben ist nicht schön für unser einen. So bist du oft und oft gegangen. Ich wusste, was du tatest und wofür. Ich habe viel gedacht in all zitterte bei jedem Klang der Tür. Wenn man nicht hoffte und wenn man nicht wüsste, man klammert sich an seine Pflicht. Wenn sie dich nur nicht schlagen, sehr oft möchte ich schreien, Liebster, doch ich schreie nicht. Der Abend ging, es blieben seine Schatten, jetzt ist es Nacht. Die Stadt ist fremd und grau. Möchte ich küssen, Junge, deine Frau. So bist du oft und oft gegangen. Ich wusste, was du tatest und wofür. Ich habe viel gedacht in all den Nächten und zitterte bei jedem Klang der Tür. Und zitterte bei jedem Klang der Tür. Danke. Der Unbekannte. Ich heiß nicht mehr, wie ich früher hieß. Mein Haar ist ganz verändert und mein Blick.
Mein altes bürgerliches Dasein ließ sich hastig auf einem Bahnklosett zurück. Ich bin Herr Niemand, eine ruhelose Seele. Die Städte kennen mich als fremden Gast. Ein Unbekannter bringt mir die Befehle. Bei Unbekannten halt ich nächtlich Rast. In Autos fuhr ich unter Fleiterwagen, als Bauerreisender und Vagabund. Ich hatte viel zu schweigen und zu tragen. Und die Jahre, oh die Jahre, ja die Jahre gruben sich um meinen Mund. Ich sah das Volk sich bücken und sich plagen, der Herren Härte und der Armen Blut. Ich ging durchs Land, das richtige Wort zu sagen, damit es sicher in den Herzen ruht. Und kein Trick wächst und reift zum großen Schnitt, ein Schnitt in der Reihe ohne Ende. Die Unbekannten schreiten mit mir mit, die Unbekannten, die Unbekannten, die Unbekannten halten meine Hände. Und kein Trick wächst und reift zum großen Schnitt, ein Schnitt an der Reihe ohne Ende. Die Unbekannten schreiten mit mir mit, die Unbekannten, die Unbekannten, die Unbekannten halten meine Hände. Ich bin der Unbekannte. Der Unbekannte. Ich bin der Unbekannte. Der Unbekannte. Ich bin der Unbekannte. Der Unbekannte. Dankeschön. Wenn wir dürfen, würden wir, glaube ich, gerne noch eins spielen, weil wir dürfen so lange wieder nicht mehr spielen. Weil wir spielen das nächste Mal, glaube ich, erst wieder am 16. Dezember. Aber in Berlin, im Kulturzentrum Peter Edel, falls das jemand von euch kennt, in Weißensee. Ja. Dr. Gregor Gysi kommt anscheinend auch. Ich hab in die Augen der toten Rehe gesehen. Der Regen tropft aus der Tiere Fell und blieb auf der Erde in kleinen Pfützen stehen. Aber die Augen erschienen glasklar und hell. Nichts mehr von Wald war in ihren Blicken, aber die Augen waren voll Traurigkeit. Da hingen die Rehe an groben, schmerzenden Stricken, doch um Schmerz zu empfinden, waren sie wohl schon zu weit. Fortgegangen aus ihren Revieren an die Hauswände, die so trostlos senkrecht sind, wo sie nun schaukeln und aussehen, als ob sie frieren, während ihnen am Kiefer ein wenig Blut gerinnt.
nichts mehr von Wald war in ihren Blicken. Aber die Augen waren voll Traurigkeit. Da hingen die Rehe an groben, schmerzenden Stricken. Doch um Schmerz zu empfinden, waren sie wohl schon zu weit. Nichts mehr von Wald war in ihren Blicken. Aber die Augen waren voll Traurigkeit. Da hingen die Rehe an groben, schmerzenden Stricken. Doch um Schmerz zu empfinden, waren sie wohl schon zu weit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend euch allen noch. Ja, vielen Dank für dieses großartige Konzert und danke, dass ihr alle da wart. Genau, eine Frage, die ich noch vergessen hatte, war, ein wunderschöner Nebeneffekt dieser Band Heim ist, dass es ja auch so klingt wie diese Girlgroup aus Haim, also die Assoziation zu Haim, und ich finde es ganz toll, dass sie diese Gedichte eben auch mit weiblichem Gesang und einer weiblichen Musikerin vertont werden. Also falls ich jetzt im Interview darüber zu wenig gesagt habe, also ich finde das total wichtig. Und mehr über weibliche Musiker erfahrt ihr nämlich, Überleitung, auf unserem Blog ichbrauche-eine-genie.de, auf den ich an der Stelle nochmal hinweisen wollte. Genau, und ich wollte nochmal hinweisen, genau, dass es dieses Buch da vorne auch zu kaufen gibt. Oh. Und, nein, das war nur der Vorspann. Und vor allem auch die tolle Platte von Heim. Und Tom, hast du auch was dabei? Bei dir gibt es auf Bandcamp, ne? Tom, lieber kauf dir auf Bandcamp bitte. Und die Bücher, die aus denen heute hier gelesen wurde, Sophia Fritz, gibt es auch zu kaufen. Und ich hoffe auch. Ja, aber noch viel toller ist das, dass ihr das alles so mitgefühlt hat. Vielen Dank. Danke. Kapitalistische Ansage. Ja, es geht ja darum, die Artists auch zu unterstützen. Ja, also jedenfalls, es war echt ein ganz besonderer Abend, Robert und Lara, auch nochmal vielen Dank, Tom. Und es war der Hammer. Ich finde es großartig, wie manifestartig das heute auch geworden ist. Es freut mich riesig. Ja, und wir sehen uns alle hoffentlich wieder im Wir sind zurück im Februar. Ja. Habt einen guten Winter. Ja, und passt auf euch auf. Ja, Booster. Nicht nur auf euch, auch auf die anderen. Auch auf alle anderen. Danke. Tschüss.